Der Guild News Podcast wird präsentiert von instantgaming.com. Instant Kauf, Instant Lieferung, einfach Instant Gaming. Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zu Guild News Podcast Nummer 316. Mein Name ist Sputti, neben mir sitzt Sky. Hi. Und wir sind gut drauf. Also, ich zumindest ein bisschen. Sky ist so, ja, hi. Ich wollte sehen, aber ich habe gerade so eine komische Werbung hier von diesem komischen Energy Drinks. Deswegen, ich habe nicht mehr gesehen, was du so machst. Meine Haare sehen so fürchterlich aus, ne? Meine sehen gut aus, weil sie rasiert sind. Nee, so kurz sind die gar nicht. Das sieht gerade nur so aus, weil ich habe mit Gel experimentiert für das Tanzturnier am Sonntag. Wir haben am Sonntag ein recht wichtiges Turnier und ich wollte einmal gut aussehen. Es sind ein bisschen weniger. Also ich sag mal, weiß nicht, ich glaube 5 cm habe ich der Dame gesagt, sollte die wegschnipseln. Aber das meiste ist hier tatsächlich Gel gerade, was das so ein bisschen kürzer wirken lässt. Gut, kaum bist du Gaming-Redakteur, schon hast du gegelte Haare. Oh Gott, sieht das schlimm aus. Ja, ja, okay, weiter putzen. Sind wir eigentlich jetzt hier bei Sputtis Fashion Show oder sind wir hier beim Guild News Podcast? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich weiß, warum ich kein Bild habe. Leck mich, Sky. Nee, danke. Geh weg. Oh Gott. Wir haben heute tatsächlich ein paar Diskussionsthemen. Ori hat angefangen mit der Frage, wo ist Kati? Die Antwort ist, sie liegt krank zu Hause und hat darum gebeten, heute nicht am Podcast teilzunehmen. Das ist auch vollkommen okay. Ja, gute Besserung auf jeden Fall an Kati, genau, hier. Also Kopfschmerzen sind nicht schön. Schreibt das alle mal unbedingt in den Twitch-Chat und natürlich auch später unter das YouTube-Video, wenn ihr das YouTube-Video schaut. Und schreibt noch irgendeinen lustigen Hashtag dazu, damit ich weiß, dass ihr gehört habt. Geil. Hashtag gegelte Haare oder so. Oh ja, komm, gib's mir, Sky. Ihr merkt schon, das wird heute ein Duo-Podcast und die Duo-Podcasts sind die schlimmsten Podcasts, ja. Da wird's immer ein bisschen off-topic. Du hast keine Ahnung von Guild Wars 2 mehr. Ich habe diesmal die Themenliste nicht geschrieben, habe erwartet, dass Kati und Ali, also Alex 2, da sind. Tja. Alex 2, der guckt nur zu, der Vollpelz, ja. Also alle, die gute Besserung Kati schreiben, können im gleichen Atemzug auch einmal Buu Alerika schreiben. Nicht Buu Alex, sonst ist ja nicht angesprochen. Man darf ja nichts Internes erzählen, aber er hat ziemlich rumgerätscht über bestimmte Themen heute, aber hat nicht die Eier in der Hose, in den Podcast zu kommen. Ich will es einfach mal so sagen, wie es ist. Wow, das geht. Also machen wir heute einen sehr freundlichen Podcast, was auch mal schön ist. Wir sollen ja auch wieder einen Podcast für Casual machen, habe ich irgendwie gelesen. Echt? Ja. Wer ist denn hier kein Casual? Was ist denn los mit euch? Also ich habe mehr GW2 gespielt als du. Ich habe nämlich bis auf einen einzigen Tag habe ich jeden Tag meine Daily gemacht beim Halloween. Ich habe 3 Waffen bekommen wieder. Yay. Dafür habe ich allerdings, also die Daily-Waffen, ich habe jetzt nicht die, gut, das könnte man eigentlich direkt mal machen, Halloween, genau, Feedback. What's Savings? Ganz kurz, Iron B, Dankeschön für den Resub im 2. Monat. Ja, Dankeschön. Ich wollte übrigens gerade, weil ich ganz cool bin, die Podcasts auf iTunes und Spotify veröffentlichen. Das war nämlich einer unserer internen Punkte. Und jetzt stelle ich fest, dass unser Anbieter für Podcasts und also Spotify und iTunes und so pleite ist. Komplettes Overlay und Interface überarbeitet hat und ich gerade mich überhaupt nicht mehr zurechtfinde. Gott, ist das schlimm! Also lieber komischer Mensch von podcaster.de, macht das wieder rückgängig. Das ist total weird. Gute Nachricht ist aber, Guild News Podcast Nummer 314 ist gerade live gegangen. 315 geht gleich auch live. Alles easy. Und Artus Pendragon, Dankeschön für deinen Resub. Und ich gucke gerade mal durch, weil Katja uns eine schlaue Liste geschrieben hat. Wir sollen auf zweierlei interne Dinge hinweisen, also neben Spotify und Co. Sollen wir einmal darauf hinweisen, dass montags immer noch unsere Guild News Guild-Mission um 19.30 Uhr stattfinden. Auch wenn der Livestream, den Jojo so wunderschön betreut, immer mal wieder ausfällt, weil auch er zeitliche Probleme hat. Also ihr merkt so ein bisschen, der große Konsens ist Stress und zeitliche Probleme. Kati neuer Job, ich neuer Job, Jojo Stress, Julia Stress mit Uni. Im Großen und Ganzen haben also alle irgendwo Stress und Arbeit. Nee, ihr seid halt endlich in der Arbeitswelt angekommen.
Ja, ich fühle mich auch mega unwohl. Ich gehe wieder zurück in den Schlafzimmer. Ja, kriegst du jetzt Geld und brauchst du keine Angst mehr haben, dass irgendjemand dir was spendet. Und du jammst schon immer die Augen voll. Also ich find's toll. Ja, ich. Und du bist zwar nicht mehr auf Guild News, aber hey. Hey, mal vor, vielleicht solltest du wieder jammern. Ich wollte gerade sagen, so nicht jammern, der Sputti. Was geht hier? Also, worauf ich aber ursprünglich hinaus wollte, ist guildnews.de hat immer noch Guildmissionen am Montag um 19.30 Uhr, betreut vom Event-Team. Das heißt, auch wenn es nicht immer einen Livestream dazu gibt, läuft das Ganze trotzdem durch. Schaut also gerne im Teamspeak vorbei, nehmt an den Events teil und habt Spaß. Selbiges gilt übrigens auch fürs Raid-Event. Das streamt zwar in der Regel hier auch nicht, aber das läuft noch immer. Und da der kleine Hinweis, dass ein paar Zusagen gerade noch ausstehend sind. Also wenn ihr euch in letzter Zeit bewerbt habt, bleibt einfach am Ball, wartet ganz kurz. Wenn ihr euch noch bewerben möchtet, tut das. Wir haben immer Platz. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Leute haben. Jawohl. Das Raid-Event ist großartig. Wegen den Guild-Missionen, da wurden auch am Montag noch, also da wurde diese Sammlung gemacht, es gab ja neue Halloween-Waffen, die man durch eine Sammlung bekommen kann. Ich habe noch gerätscht letzte Woche, ich habe letzte Woche noch drüber gerätscht, dass wir gerne mehr Waffen brauchen in Sammlung und da war was und ich habe es nicht gewusst, also Schande auf mein Haupt. Gut, es gibt, in Gimstor sind sie trotzdem schöner, aber trotzdem, es gab was und es wurde am Montag gemacht und ja, ist eine schöne Sache. Wobei man da ehrlich gesagt auch gleich machen wir doch gleich mal Halloween. Komm, ich will das weghaben, weil das ist jetzt beendet dann. Wie hat dir Halloween gefallen? So dein Feedback? Halloween 2019 in Guild Wars 2? Hast du Spaß gehabt? Ich stehe gerade fest, das Whisper falsch geschrieben. Sorry. Ali ist gerade so geraged, weil Whisper falsch geschrieben ist. Deswegen habe ich das jetzt gerade einmal kurz angepasst. Mein Halloween-Fazit. Ich habe tatsächlich ja den einen Morgen Halloween gelivestreamt. Letzte Woche am Dienstag um 9 Uhr. Das ist korrekt. Ich muss sagen, dass das Hasenrennen tatsächlich ein Hasenrennen war. Ich habe es ja erst nicht geglaubt. Dadurch, dass du einfach schon so unter der Hälfte durchspringen konntest, war das Hasenrennen tatsächlich ein Hasenrennen. Ich habe festgestellt, dass mir die Änderungen an dem Rollkäferrennen nicht gefallen haben, auch wenn es nur kleine Änderungen waren. Und ansonsten war es Halloween. Ich habe tatsächlich den Meta-Erfolg nicht geschafft. Weil ich nur diese 2 Stunden, die ich gestreamt habe, tatsächlich auch gespielt habe. Und ja, mein Fazit zu Halloween ist, hätte ich mehr Zeit darin verbracht, tatsächlich. Ich mag das Halloween-Event. Das ist und bleibt für mich einfach das, ja, es ist das beste Festival, was wir in Guild Wars 2 haben, contentmäßig aktuell. Wir haben 4 Reittierrennen, Labyrinth. Wobei Dragon Bash auch nicht schlecht war, wenn ich ehrlich bin. Also, aber klar, Halloween bietet einfach mehr zur Auswahl. Ja, Dragon Bash war jetzt neu, darum war es halt spannend. Aber wenn du überlegst, dass du nur am Ende diese wiederholbaren Erfolge nächstes Jahr hast, dann ist halt Halloween mit dem Labyrinth, da ist halt was für PvEler und Farmer, Jumping Puzzle, ein bisschen was für ne, Verrückte wie mich. Dann hast du einen PvP-Modus, du hast einen lustigen PvE-Modus mit der verrückten Inquisition, den ich viel zu selten spiele. Du hast die vielen Rennen auf jeden Fall. Mittlerweile halt wirklich für 4. 4 sind es, ne? 3 im Gebiet und 1 im Labyrinth. Und das ist das Hauptding. Und du kannst das auch mit Zeit machen. Also das ist großartig. Und die Deko ist sexy. Also ja, es ist einfach das beste Event. Ich weiß nicht, ich glaube, manche würden wahrscheinlich noch darüber diskutieren, dass wahrscheinlich Wintertag besser ist, da das Jumping Puzzle beim Wintertag einfach mehr Gold gibt pro Stunde. Ja, also der Wintertag ist besser zum Farmen. Karma-Farmen bei den Kids und Gold-Farmen im Jumping-Puzzle. Ich springe wieder die ganze Zeit des Jumping-Puzzle die eine Rute während dem Stream, das weiß ich. Das ist so entspannend. Ja, doch, stimmt. Ich mag eigentlich, den Wintertag mag ich eigentlich auch recht gerne. Doch, die 2 Festivals sind wirklich gut, da kann man nichts sagen. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, die ganze Zeit die Dailies gespielt, bis auf einen Tag. Und ich glaube, meine letzte Daily, die ich am Dienstag war es ja vorbei, genau, Montag noch gemacht hatte, war dieses MOBA mit dem Albtraumhof da, oder wie heißt das? Rollen des Schnitters, glaube ich, heißt es. Rollen des Schnitters, jawohl. Genau. Ja. Und da spielt ja eigentlich, keiner hat wirklich da drin was gespielt, und wenn man reinkam, ist meistens das Match vorbei gewesen, aber ich hatte ein paar Matches gehabt, für die Daily, bei der ich wirklich von vorne anfangen musste. Und da musste ich aktuell auch mal das Ding spielen.
Das war nicht gar nicht mal so schlecht. Das ist also, nicht so schlecht. Das, nee, ist ne? ein, das, ist das müsste draußen sein oder ein bisschen verbessert werden und als Aktivität oder allgemein als PvP mal angeboten werden, weil die Idee dahinter ist echt nicht schlecht. Das ist eigentlich richtig gut gewesen, die Kürbisse zu sammeln, um die Skelette zu beschwören, dann immer wieder die Leute wegzusnipern oder die töten halt nicht und versuchen dann die anderen Grabsteinkammern da, diese Mausoleum-Dinger platt zu machen. Das hat richtig Spaß gemacht. Und natürlich mit der Scarlet-Musik sowieso. War dann großartig. Die hatten ja alle drei Phasen. Je nachdem, wie du gestorben bist, kam dann ein neues Lied. Also von deinen Phasen. Und das war halt großartig. Ich bin gar nicht so oft gestorben, dass ich dir das hätte sagen können. Ich bin am Montag. Weil ich am Montag hatte ich ein richtiges Match. Deswegen bin ich öfters gestorben. Und da habe ich dann festgestellt, dass die Musik sich jeweils ändert. Und ohne, also mir hat's echt gefallen. Also ich wünschte, die würden wirklich diese einzelnen Aktivitäten einfach mal ein bisschen besser machen. Oh, allein sag ja südlich bucht, ja? Unser Battle Royale in Guild Wars 2. Kennt kaum einer, der keine Aktivität spielt. Stimmt, ja. Ich meine, ganz ehrlich, das Ding noch ein bisschen feintunen und du hättest was richtig Geiles drin. Das wäre ein Content-Patch. Du könntest schon geile Sachen machen. Ah, okay, hör mal auf. Wir wissen ja, es gibt da keine gescheiten Rewards. Aber ja, also Halloween macht's. Ich hab Verrückte Inquisition ja hier im Livestream gespielt, der andere PvP-Modus. Mhm. Ja. Und das hat mir dieses Jahr, ich weiß gar nicht, warum mich das die letzten Jahre so hart ignoriert hat, das hat mir dieses Jahr auch viel Spaß gemacht. Es kommt doch an. PvP-Modi irgendwie. Es kommt halt drauf an, wie du, welches Match du reinkommst. Wenn du natürlich von vornherein anfangen kannst, wenn du das Glück hast, genau, das und lebst du noch, dann macht es auf jeden Fall mehr Spaß. Das hat mega Spaß gemacht. Ich hatte es auch für eine Daily gemacht, war noch so 2,5 Minuten circa, und war am Leben und habe mich einfach an so eine Stelle gestellt. Da gab es da, ich weiß nicht, ich glaube, das war, wenn man die Karte betrachtet, ich weiß nicht, ob jetzt links Westen war. Ich sage einfach mal Westen da hinten. Und da gab es so eine Stelle, wo man dann reingehen konnte und sich auf so einen Hügel verstecken konnte als Asura. Hat mich keiner gefunden. Ja, so geht das dann tatsächlich auch, ne? Ich habe vor vielen Jahren, als ich Halloween also angefangen hatte und das Ding gespielt hatte, ich war der letzte Überlebende damals. Und ich habe einfach an der Stelle gestanden, wo mich keiner sehen konnte und habe so gewonnen. Ich stelle mich bis heute nicht. ja, keine Ahnung. Also es macht schon Spaß. Wobei ich glaube, die Karte dafür einfach ein bisschen zu groß vielleicht ist. Nö, nee, ich finde die eigentlich ziemlich gut so. Obwohl, du kannst porten, also von daher. Genau, du kannst porten, richtig. Wie wir zwei jetzt über diese Nischenaktivitäten hier einfach da aber es ist, reden. Es ist so gut. Sorry, aber es ist halt so. Es war gar nicht schlecht. Also Halloween macht in meinen Augen sehr, sehr viel Spaß. Wir haben damit zwar den Chat jetzt zu Tode gelangweilt oder aber Twitch ist abgestürzt. Beides ist durchaus möglich. Aber ich fand's sehr schön und ich hatte, auch wenn ich nur 2 Stunden Halloween gespielt habe, tatsächlich sehr viel Spaß in den 2 Stunden. Ich habe einmal den Turm im Stream geschafft und das hat mir gereicht. Ich war zufrieden. Ich habe einmal den Uhrturm geschafft. Einmal im Jahr will ich das schaffen und dann passt. Ich habe im Stream auch meine Eier unter Beweis gestellt, was den Turm angeht. Wow. Dafür habe ich unglaublich gefehlt, als ich die Rennen gestreamt habe. Oh Gott. Das Käferrennen. Oh. Chat, leben jetzt doch noch Menschen. Nekuyo hat bisher nur den Wintertag erlebt. Und Chico kennt nur das Labyrinth. Das Labyrinth ist nämlich ein gutes Stichwort. Unser lieber Phil, der auch schon ein paar Mal im Podcast war, war Halloween richtig gut unterwegs. Hat 15, also Discardia für die Leute, die nur diesen Namen kennen. 15.000 Süßes oder Saures Taschen gefarmt. Das sind viele. Das sind 45 Stacks. Ich jetzt? Nee, 60 Stacks, ne? Viermal. Bei 250.000, ja, 45 Stacks Taschen. Ja, der hat die aufgemacht, hat seine Erfahrungen und das, was er daraus bekommen hat, hier schön mit uns auf Guild News geteilt in der kleinen News. Und, naja, es ist halt so, lohnen sich die Taschen oder lohnen sich die Taschen nicht? Leute sind da immer recht interessiert daran, was am Ende dabei rauskommt. Kann ich jetzt mal ganz grob die Liste zeigen. Die Antwort ist relativ kurz, knapp und knackig. Verkauft die lieber. Ich glaube, Phil hat nicht ausgerechnet am Ende, was das wert war im Großen und Ganzen. Ja, sie verkaufen hat definitiv mehr gebracht. Verkaufen hätte definitiv mehr gebracht. Habe ich gut Gold gemacht damit, ja. Das ist eigentlich in der Regel immer so, das Öffnen ist weniger wert als das Verkaufen, aber es gibt halt so ein paar Verrückte, die kaufen sich dann mehrere hunderttausend. Und du, warum denn? Er hat doch Klopapier und verrottete Eier bekommen, ist doch großartig. Dafür muss ich keine Süßes oder Saures Taschen haben. Das
Okay, den Rest des Satzes spare ich mir. Macht euch da eigenes Kopfkino. Spannend sind ja immer die seltenen Gegenstände, das heißt die besonders seltenen Infusionen, die hier unten liegen. Und wie ihr seht, er hat zwar ein paar von den Refraktoren bekommen, die sind auch ein bisschen seltener, sowie entsprechende Gaben, aber Glutinfusionen, phospholuminisierende Infusionen oder eben die polysaturierenden, widerhallenden Infusionen. Ja, dann nicht. Also der Übersetzer hat Spaß gehabt. Ich hab Spaß, das auszusprechen. Ja, das alleine macht mich schon ein bisschen geil. Phil hat übrigens abseits vom Labyrinth auch die Rennstrecke des Verrückten Königs benutzt. Jeden Tag Schakal- und Springerstrecke. Und wenn man fix unterwegs ist, auch noch den Rollkäfer. Bringt tatsächlich sehr, sehr viele SOS-Taschen. Also bis zu 30, dann, also wenn ihr die drei Rennen macht, 30 Goldtaschen, 15 Silber und 9, also über die Goldtaschen, über die Goldtruhen 30 Taschen, über die Silbertruhen 15, über die Bronzetruhen 9 Taschen. Das heißt, die drei Rennen dauern ja im Schnitt irgendwie, keine Ahnung, keine 2 Minuten. Wenn man die immer auf Gold schafft, dementsprechend schafft man in 6 Minuten da um die 54 Taschen, was ein sehr, sehr guter Schnitt ist. Ja, haben wir das auch abgehakt. Jawohl. Das waren so ein bisschen die Rückblicks-News und das, was wir aufgenommen haben. Nein, stimmt nicht. Eine Rückblick-News haben wir noch. Nämlich bezüglich der accountweiten Build-Templates hat die liebe Kati noch eine kleine News geschrieben in der letzten Woche, beziehungsweise nee, Anfang dieser Woche. Und zwar ging es dabei um die Gesamtkosten, wenn man das für seine Charaktere freischalten möchte. Und dabei ging es um 18 Bildspeichererweiterungen, 3 Bildvorlagenerweiterungen und 4 Ausrüstungsvorlagen. Das hieße, man hat einen Charakter quasi maximiert plus die accountweiten Plätze maximiert. Das wäre quasi so das, was viele wahrscheinlich machen wollen würden, wenigstens einen Charakter maximieren. Und dabei kommt man auf eine gute und stolze Summe von knapp 6.000 Edelsteinen und ungefähr, ich sag mal ungefähr 75 Euro. Je nachdem, wo man kauft, ist es dann halt ein bisschen günstiger. An dieser Stelle verweisen wir gerne auf Instant Gaming. Ja, bei Instant Gaming wäre es tatsächlich ein bisschen günstiger. Bei ArenaNet sind es dann eben umgerechnet oh, sehr gut, Sky, sehr gut. wir haben beide gerade gleichzeitig den Chat-Command gekriegt. Sind das halt weniger als 75 Euro bei ArenaNet, sind es 75 Euro. 6.000 Edelsteine sind auch tatsächlich eine ordentliche Hausnummer. Das nur noch mal, um ein kleines bisschen auf den letzten Podcast einzugehen. Ich habe ihn tatsächlich nicht gehört, Sky. Wie schlimm waren die Build-Template-Diskussionen? Oh, sie waren groß und lang. Okay. Ja, und natürlich, ich habe total gefailt, indem ich versucht habe, das zu speichern und zu machen. Die Leute sind mir falsch auf die Barrikaden gestiegen. Aber es war gut, ich wollte die Live-Reaction drin haben. Wow. Ja, da siehst du mal, dass die nicht so simpel und einfach waren, wie man es gerne hätte und auch nicht so gut designed sind, dass man zum Beispiel Ausrüstung und Build-Templates gleichzeitig ändern kann und dass man verschiedene extra unter das Kategorien stimmt, ja, gehen muss, um das zu machen. Und da fing es bei mir dann schon an. Und ich wusste nicht, oh, wie sieht's aus? Und also, es könnte schöner sein. Ich glaube, das ist so ein genereller Konsens, ne? Es könnte schöner sein. Ich glaube, du wirst niemanden in der Guild Wars 2 Community finden, der nicht zustimmen würde bei dem Satz, es könnte schöner sein. Ich lese mir gerade auch diesen Text durch. Ich habe den irgendwie total verpasst von KT. Was hat sie denn gesagt? Okay. Ausgehend von dem halben Preis übersteigen die Kosten für dieses Feature nach wie vor in Neubau einer vollwertigen Erweiterung. Path of Fire war zur Release für 30 endlich. Dieser fürchterliche Vergleich. Nein, ich finde diesen Vergleich toll, weil das ist auch immer wieder das, was beim GameStore halt hochkommt. Da habe ich auf Reddit ein wunderschönes Bild gesehen, was jemand da gemacht hatte. Und zwar, es gibt ja dieses Gold in Edelsteine umzutauschen, das Fenster. Und derjenige hat einfach mal alle Goldzahlen reingemacht und hat sie durch Dollarpreise ersetzt, also so wie sie eigentlich wären. Und
sowas mal zu sehen, ist verdammt interessant. Ich meine, wir wissen es natürlich, wir reden ja immer recht häufig drüber, aber wenn man plötzlich sieht, wie viel Gems eigentlich, wie viel Dollar oder wie viel Euro das sind, dann wird den Leuten doch ein bisschen anders. Dann ist so ein 2000er Edelstein-Skin plötzlich mal so teuer wie Path of Fire fast. Und ja, das nennt sich dann Mikrotransaktion. Ja, aber das Ding ist halt, und dabei bleibe ich, du brauchst halt nichts davon, theoretisch. Ja, gut, das ist schon klar. Aber warten wir mal, wegen dem hier jetzt halt, noch um weiterzumachen. Weil Ja, was sie okay. eigentlich hier gemeint hat, war die Tatsache, dass ja Mike sie gesagt hat, es gibt ja also Expansion, damals Features, die einer Expansion würdig sind, also eines Addons. Und wenn man halt drüber nachdenkt, was Path of Fire uns für 30 Euro gegeben hat, und Build-Templates wären ja wahrscheinlich so ein Hauptfeature jetzt gewesen, wäre jetzt hier, was weiß ich, die Eisbrot-Saga schon gewesen. Ja, ist interessant. Also allein jetzt, was wir hier haben mit diesen 36, 87 Euro, die sie ausgerechnet hatte, ist sie schon teurer als Path of Fire eigentlich. Nur für das Feature an sich und was drin ist. Also wenn man es mal so im Vergleich sieht, puh. Da hätten die uns ja fast Spieltemplates geschenkt, wenn das eine Erweiterung gewesen wäre. Naja, ich kann ja, also ich meine, das Ding ist halt, du kannst dich jetzt darüber auslassen, wie wir es schon so oft gemacht haben, wie viel Geld das ist und im Vergleich zu Path of Fire. Ich könnte dir an der Stelle wieder sagen, dass du im Black Desert für ein Kleidungsset 42,50 € zahlst. Fangen wir nicht an von den echt teuren Gegenständen. Ja, es Könnte dir gibt jetzt schlimmere Shops, sagen, das stimmt auf jeden wie Fall. teuer andere Buy-to-Play-Games ihre Sachen verticken. Dark Age musst du, wenn du theoretisch alle Cosmetics haben möchtest, weil sie diese Pässe andauernd rotieren, bist du A auf 2 Monate gebunden, B brauchst du 30 Euro alle 2 Monate. Wie gesagt, ich könnte jetzt so anfangen, ich schenke es mir aber an dieser Stelle, weil wir haben halt diese Zahl vor uns und wir können über sie kurz meckern. Das haben wir jetzt getan. Es ist zu teuer. Der Rest liegt halt am Ende bei Arena nicht, ne? Ja, da bin ich echt mal gespannt. Das ist, ich meine, was Eistar hier auch sagt, ist ganz groß. Also neben dem Preis ist die Art der Einbindung am Schwimmchen, da nichts permanent gespeichert ist, sondern immer nur das zuletzt Ausgewählte. Sprich, nach jeder Anpassung darfst du manuell wieder alles einstellen. Damit ist es für viele meiner Freunde und für mich nur mehr Inventarplatz. Das kann man so unterstreichen. Also das ist auch eine Sache. Du änderst halt irgendwas und dann wird das automatisch gespeichert. Aber automatisch Der endet speichern im ist. einen Fenster von den an die anderen ändern sich ja nicht. Ja, schon klar, in dem aktuellen Modul natürlich nicht mehr an. Ich habe ja bei mir PvP-Noob gemacht und jetzt wäre ich da drin und hätte einfach jetzt ein Talent umgeändert. Einfach mal so. Dann wäre das sofort gespeichert gewesen, obwohl ich es eigentlich noch nicht will. Ich will ja erstmal ein bisschen was ausprobieren. Und das kann natürlich aus Versehen dann passieren und dann hast du dein Bild, den du dir erstellt hast, ja, Also wieder ich verkackt. verstehe diesen Punkt, diesen Ja. Kritikpunkt durchaus, aber das Ding ist halt, Guild Wars 2 ist jetzt nicht so komplex, als dass du diese eine Änderung nicht wieder rückgängig machen könntest, die du beim Experimentieren gemacht hast. Nee, das natürlich schon, aber das sind halt so Kleinigkeiten. Verstehst du, das ist Quality of Life, so ein Ja, bisschen. dass die Warum ist Scheiße das halt so? implementiert sind, darüber Ja. müssen wir ja nicht diskutieren. Siehst, aber nee, doch, natürlich, darum geht's ja auch, weil Ja, aber das habt ihr das Ding. nicht letzte Woche? Ja, schon, aber wir hatten dich als noch nicht Okay, dabei. Entschuldigung. Und du, genau, ich meine, das ist eine gute Idee. Was hältst du von dem Ganzen? Ich weiß von deinem, mein, nicht jeder hört ja deine um 9 Uhr morgens deinen Stream dienstags. Könnte Nicht? vielleicht sein, könnte vielleicht sein, ja, und Wer Mitschnitts war werden ja von auch euch nicht so am gerne angeschaut. Dienstagmorgen nicht da? Wer Oh meldet sich Gott. jetzt? Wow. Und da gab es den Preis ja noch nicht. Und das kam ja letzte Woche raus. So, und jetzt würde ich mal von dir wissen, wie findest du das Hast du mein ganze Video nicht System? geschaut? Hast du ein Video gemacht? Ja, ich habe auf dem Testserver die Build-Templates ausprobiert. Und auf dem Testserver habe ich dann die Gem-Preise gesehen. Und da habe ich gesagt, oh, das geht ja, dass du 300 Gems zahlst, um auf deinem Charakter den vierten Slot freizuschalten für alle Charaktere. Und dann habe ich gemerkt, dass das gar nicht für alle Charaktere ist, sondern immer nur pro Charakter. Für kurze Wann dachte hast du ich. dieses Video gemacht? Ich weiß nichts von irgendeinem Video. Hä? Das ist auf dem Testserver entstanden und wurde pünktlich zu den Templates veröffentlicht auf Guild News. Ah, okay, das habe ich gar nicht gewusst. Ja. Auf jeden Fall war ich Okay. total schockiert, dass das für jeden Charakter einzeln gekauft werden müsste. Ich dachte halt, du zahlst einmal für den vierten Slot und hast den dann auf allen Charakteren und dachte dasselbe auch bei den Ausrüstungsvorlagen. Aber dann wäre das für mich total fein gewesen. Also ich Ja, auch hätte. countwide wäre definitiv besser Ja, gewesen, also. ohne Fragen. Dann hätte Also. ich halt 900 Edelsteine dafür gezahlt, um auf allen Charakteren 6 Slots zu haben und hätte am Ende halt
wie oft, 4x500 E-Stelle 2000 gezahlt und hätte dann also am Ende 2900 gezahlt und hätte auf allen die maximalen Ausrüstungs- und Bildslots. Da habe ich gedacht, das geht voll, das geht klar, ist okay, sind dann halt am Ende. Da wird der Aufschrei nicht immer so noch groß 3000 gewesen. Edelsteine, aber passiert. Dann habe ich erst auf dem Testserver realisiert, dass das halt pro Charakter ist und war ein bisschen sad. Aber auch ein bisschen, also ich habe nicht geraged im Video, das wäre falsch, aber ich habe in dem Video auch gesagt, dass ich es zu teuer finde und dabei bleibe ich halt auch. Es ist zu teuer, ohne Frage. Und ich habe jetzt tatsächlich nicht so viel Guild Wars 2 gespielt, dass ich sagen könnte, hey, ich habe es jetzt unglaublich viel genutzt. Im Gegenteil, ich habe am Anfang, ich glaube, es war vor 2 Wochen im Podcast, habe ich gesagt, ich kaufe mir diese 6 Slots frei, einfach weil ich es kann. Und da dachte ich halt, dass ich die für alle freischalten würde. Jetzt bin ich halt hart am Überlegen, was ich über den vierten Slot, also den vierten Slot brauche ich. Aber über den vierten Slot hinaus bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich da irgendwas für meinen Ranger kaufe. Ja, das ist das Gleiche, was ja auch YOLO gesagt hatte. Das war der erste Item-Watch-Shop, wo er sich schlecht gefühlt hat, das Zeug zu kaufen, damit er ein Video machen kann. Oh, aber das soll er nicht. Hat er gesagt, also von daher. Gott, er kriegt halt die Games. Das ist jetzt, und selbst dann hat wohl das dann ausgeben, das sagt schon einiges. Wenn wir gerade dabei sind, wir brauchen ja, du weißt ja, dass wir für WVW und für PvP ja ebenfalls die Build-Templates brauchen und das sind im Prinzip ja das die 2 kostenlosen sind, die wir ja 1 Monat lang bekommen können aus dem Store. Nee, jetzt verwechselst du. Nee, schon richtig. Also mir, das ist nicht für WVW. Du verlierst 2 Slots, WVW und PvP. Aber das sind nicht die, die du jetzt kostenlos dazu bekommen Nein, aber hast, sondern das sind die 2, die du pro Charakter hast. Ja klar, aber das sind im Prinzip die, man hat ja 1 für PvE sozusagen und dadurch hat man dann 1 für WVW und für Ding, für PvP. Genau, du hast im Prinzip nichts richtig gewonnen. Weil du ja im Prinzip was verloren hast im PvP und die arbeiten ja dran, also das Feature für PvP und BVW soll ja noch kommen. Wie, nochmal einfach das um festzuhalten. Die soll haben das? Echt? Ja, das war so, war auch da ein Blogpost, soweit ich weiß, gestanden oder war es im Stream? Ich weiß, wir wissen es auf jeden Fall. Also die haben ein System für PvP und für BVW, es ist aber noch nicht fertig, aber der Rest war fertig für PvE und die haben gesagt, warum sollen wir noch warten, wir können das Feature doch schon raushauen. Und das hatte, wo hast du das gelesen? Das ist dann noch was fürs WVW und PvP. Ich kann dir jetzt nicht genau die News geben. Wir haben letzte Woche darüber geredet, also haben viele mitgemacht. Ich kann das jetzt auf die Stelle nicht nachschauen. Also ich weiß, dass sie gesagt haben, dass das im PvP noch nicht funktioniert und das PvP ausgeklammert ist. Das ist also es ist nur im PvP, sagt Eister. Okay, dann nicht was? WVP. Okay, ja. Okay, aber dann da ist soll noch was extra kommen fürs PvP? Ja, aber das ist noch nicht fertig. Aber die wollten die Sachen schon raushauen. Ich glaube, es war in so einem Stream. Oh, neu. Also das war der Stand, den ich letzte Woche hatte. Ich habe auch auf Reddit viel gelesen, wo viele Leute das gemacht haben. Also ich habe jetzt leider Gottes kein Zitat dafür. Es tut mir leid. Wir können das gerne nochmal nachliefern. Du kannst ja aber auch ein bisschen erkunden. aber auf jeden Fall ist die Tatsache ja so, darüber haben wir letzte Woche ja auch geredet, wenn ich ins PvP reingehe, wurde immer automatisch meine Talente geändert. Ja. Und das ist ja jetzt weg. Das heißt, wir haben schon mal Quality of Life verloren, was ziemlich wichtig war in meinen Augen. Also nie nachzudenken, dass ich konnte mein PvP-Skill einmal machen und dann konnte ich PvE und PvP spielen, wie ich wollte. Ohne dass ich nachdenken muss, dass sich was ändert. Wir hatten da also im Prinzip schon so ein Build-Template in Anführungszeichen. Und jetzt müssen wir halt eine Tasche drücken. Klar, es ist nur eine Tasche zu drücken, aber viele Leute sind da in ihr Match gegangen, weil die neue Season angefangen hatte und waren dann im PvE-Build halt. Mit ihrem PvE-Build im PvP, was natürlich bitter ist, wenn du gerade versuchen, ein hohes Ding reinkommen. Ja. Also, und das ist halt einfach scheiße, dass man was wegnehmen. Daran wird sich auch aber auch nichts ändern, weil das, was Benz gerade schreibt, ist auch das, was ich gedacht hätte. Das, was sie halt noch machen, ist das Ausrüstungstemplate anzupassen im PvP, weil du halt hast du ja ein ganz anderes Interface ohne Speicherfunktion. Naja, das eine, was du einmal gesagt hast. Genau, aber sie werden an diesem Bit-System nichts ändern. Das heißt, so wie es jetzt ist, bleibt's auch. Also ich meine, sie können es lösen, indem sie dann einfach sagen, wenn man das dann, gut, ich meine, ist ja kein Problem, wenn man zum Beispiel ins PvP reinkommt und würde eine Nachricht bekommen oder irgendwas Großes, hey, achtet auf euer Build-Template, ihr habt noch PvE oder irgendwas in der Richtung, und wenn man sich dann ein PvP-Bild macht und dann einen Rechtsklick machen kann oder einen Haken dran machen kann, das ist für PvP und kann automatisch, wenn das im PvP, weil du jetzt im Rand der Nebel drin bist, wird das automatisch aktiviert, dann ist es im Prinzip genauso, wie es vorher war. Dann denke ich mal, wäre es wieder gut.
Aber da die Tatsache, dass ich da reingehe und nur mal ein extra Ding drücken muss oder halt in dem Fall mit der Ausrüstung, ist halt dämlich einfach. Also ich muss sagen, das hat mich aufgeregt letzte Woche. Okay. Ja, keine Ahnung, es ist halt so, weißt du, ich meine, im Prinzip ist es nicht schwierig. Du machst dein Zeug und drückst auf den Knopf und hast dann alles. Aber das ist halt wie alles im Leben. Wenn du etwas hast, wo du die Arbeit ersparen kannst und für dich war das normal und du kriegst das weggenommen und kriegst halt etwas, wo dann Arbeit erfordert, wenn es nur ein kleiner Klick ist, dann ist es halt blöd. Finde ja, ich. Warum macht man was, was funktioniert, weg? Und weil dann kann man natürlich dann auch gleich wieder, da kamen die ganzen Leute und haben gesagt, ja, die wollen natürlich auch PvP monetarisieren, deswegen wurde das gemacht. Weil du ja gezwungen bist, die Bilder zu benutzen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe nicht gesagt, Leute, dass es so ist. Das ich sind weiß, dieselben aber, Nasen, ne, die sagen, ja, die haben extra live gemacht, weil sie darüber hinwegtäuschen wollten, was für ein schlimmes Chaos mit dem Bild angerichtet wurde. Dass die aber extra live schon im August angekündigt und in den letzten 3 Jahren auch gemacht haben, klammern halt diese Leute vollkommen aus. Ja, das ist doch. Da friert irgendwie mein Hirn immer zu und ich habe das Verlangen, denen weh. Wobei ich in dem Fall einfach nur sagen muss, hätten sie das Ding einfach, das automatische Umändern auf PvP einfach nicht weggemacht, wäre es besser gewesen. Einfach, das ist einfach ein Fakt. War ja, glaube ich, im BVB ja, genauso, da, oder? Oder bin ich da verkehrt? Das BVB ist ganz genauso, ja. Ja, also da ist er ebenfalls nicht. Und ich finde sowas einfach nur dämlich. Wenn man was macht, was funktioniert hat. Ja. Okay. Also dir gefällt es auch nicht, um jetzt mal zum Punkt zu kommen. Hättest du es natürlich so machen können, dass diese 3 Templates immer anders sind im PvP, WVW und PvE. Das wäre vielleicht ganz interessant. Extra Templates nur für WVB und PvP wäre also ideal. So wie sich das halt jetzt ändert, dein Bild, ändern sich die kompletten 3 Template-Slots. Das wäre vielleicht interessant gewesen. Dann hättest du 3 PvE, 3 WVW und 3 PvPs. Damit hätten sie auch wieder einiges rausnehmen können. Einfach die Tatsache, damit dass... Damit wäre wahrscheinlich viel Stress weg gewesen. Also wir hätten die WVWler und PvPler würden sich nicht benachteiligt fühlen, finde ich jetzt. Also ja, keine Ahnung, das ist halt... Es hat das wäre vielleicht ein spannender Kompromiss gewesen, ne? Ja, für jeden einzelnen Ding hättest du Templates machen können. Getrennt. Wenn du in den Modus reingehst, siehst du halt nur das und so weiter. Das wäre, weil da hätten die Leute sich wahrscheinlich auch über das, gut, das automatische hätte ich trotzdem drin gelassen. Aber ja, das wäre natürlich das Beste gewesen, klar. Dann hättest du es natürlich noch richtig sexy gemacht an der Redestelle. Ich weiß, jetzt kommen wir wieder in dieses, wie hätte man es, ne, und Träumen und sowas. Man hätte dann im Bestfalle hier oben oder hier so rechts am Rand einen kleinen Switch-Knopf gemacht, sodass du quasi die Build-Templates fürs WVW und PvP theoretisch auch im PvE ändern kannst. Also hier ist so ein kleines Dropdown-Menü. Genau. PvE, PvP, WVW und dann passt du jeweils deine 3 Builds bzw. 6 Builds an. Das hätte wahrscheinlich extrem viel Spannung aus der ganzen Ja, und das automatisch und noch wechseln dann. Auf jeden Fall, wenn du in dem Modus drin bist. Oder im PvE heißt es dann, das sind 2 Builds, die funktionieren halt nicht. Oder bist du sicher? Man hätte viel machen können, klar. Aber naja. Vielleicht kommt es ja noch, vielleicht... Hoffen darf man ja bei Arena nicht immer, das ist ja schon Schöne, seit wenn man 7 Jahre Fan ist. Schlimmer wird's ja nie. Mutig zu sagen, schlimmer wird's ja nie. Das war Sarkasmus und Ironie, Leute, ja. Nein, das hat man nicht rausgehört. Nein, aber. So, ja, keine Ahnung, vielleicht gehört es einfach zur Firma dazu, dass man grundsätzlich das Rad neu erfindet, das grundsätzlich schlecht macht, dann Lösungen verkauft, die diese selbstgemachten Probleme lösen und später macht man dann was, um die Gemüter wieder zu beruhigen. Vielleicht ist es einfach normal, ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Ich bin kein Marketing-Game-Designer, der Geld verdienen muss. Von daher, keine Ahnung, wie derjenige da heißt, wo sowas machen muss. Naja, aber auf jeden Fall, das hat ziemlich viel für Aufruhr gesorgt. Ich weiß nicht, du willst noch die anderen News machen, bevor wir dann zum nächsten Shitstorm. Bevor wir zum nächsten Shitstorm kommen, machen wir die anderen News. Ja, das ist, wir haben ja noch ein paar schöne Sachen. Ne? Komm, gehen wir mal zu den schönen Dingen. Also wir haben die Snowcrows, die sich gedacht haben, hey, ich möchte möglichst schnell, möglichst effektiv den Muzzard Overseer besiegen. Das ist so ein bisschen wieder out geworden. Dieses, wir möchten Raid Speedruns machen. Das heißt, es ist nicht out, sondern es ist vielmehr das Problem, dass die Builds nicht mehr so ein hohes Power-Level haben, wie es mal rund um POF der Fall gewesen ist. Aber es gibt auch immer wieder Momente, in denen dann doch der ein oder andere glänzt oder eine überragende Idee hat. Und das war jetzt hier, whoopala, bei den Snowcrows der Fall. Und zwar haben die Snowcrows hier einen wirklich, 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 wirklich schnellen Kill hingelegt.
beim Mozart Overseer. Ich kann das quasi runtersprechen und könnte das jetzt runterkommentieren. Es war 1 Minute und 3 Sekunden, was vor allem an Alacrity, Renegades und ganz vielen Wächtern lag. Vor allem an Wächtern. Kannst du erklären, wie das genau funktioniert? Ich habe mal versucht durchzulesen, aber irgendwie bin ich so out of touch, um das zu kapieren. Die haben Build-Templates benutzt und verschiedene Skillungen, um sich irgendwas zu geben, damit es geht, oder? Damit ich diese kluge Frage klug beantworten kann. Musst du den Text lesen? Richtig. Es oh ist, Gott, Alex. Ja, ich bin halt echt nicht mehr so drin, ne? Sorry. Also sie haben auf jeden Fall die ganzen Mechaniken clever ausgenutzt und durch die, ich nehme an, durch die Build-Templates konntest du dann halt auf eine Skillung switchen, um halt wieder extra Fähigkeiten zu bekommen. Da konnte er wieder mit dem Knopfdruck außerhalb vom Kampf natürlich wieder switchen und haben sich so hochgebufft und so konnten sie das machen. Ist das vielleicht die einfache Variante? Ich hoffe, das stimmt. Ich gucke mir das jetzt tatsächlich mal an. Geschicktes Nutzen der Build-Templates. Zum Briekasten, sagt Oria. Okay, also im Prinzip ist das, was sie halt gemacht haben, vor dem Kampf sich zu buffen und dann halt blitzschnell durch die Templates zu wechseln und anzufangen, Schaden zu machen. So hat auch der Aufwiegler am Anfang noch Fallen gelegt und danach halt gewechselt. Das ging halt früher nicht ganz so schnell, weil ArcDPS halt jede Aktion einzeln ausgeführt hat, während die Build-Templates halt jetzt nahezu instant switchen. Und aber die gehen nicht, im Kampf, gell? Das mussten sie vorm Kampf genau, machen. Das war alles Precasten. Also im Prinzip vorher Sachen machen, Fallen legen, sich bereitstellen und dann zack, wechseln, zack, Kampf. Weil ich war mir am Anfang nämlich nicht sicher, weil es gab ja letzte Woche so ein bisschen das Gerücht auf Reddit, dass man mit dem BVW, dass man die Build-Templates so nutzen kann, dass man die ganze Zeit wechseln kann und viel zu viel Schaden raushauen kann. Deswegen ist da irgendwie so ein Glitch oder ein Bug, was man ausnutzen kann. Innerhalb des Kampfes kannst du ja nicht wechseln. Ja, da gab es anscheinend irgendwas. Ich weiß nicht mal genau hundertprozentig, was war. Deswegen aber okay, wenn sie das Ganze mal vorne dran gemacht haben. Ja gut, warum nicht? Das ist eigentlich eine clevere Idee. Das zeigt ja eigentlich dann, warum Bildschirmbilder was eine gute Sache sind. Macht's zumindest einfacher, das schnelle Switchen. Sollen sie so Instant Gaming gehen, dann können sie sich mehr kaufen. Na, du hattest irgendwas, ich erinnere mich jetzt gerade im allgemeinen Austausch gepostet bezüglich Bugs. Oder? Mhm. War das im Austausch? Ja, das war letzte Woche, genau. Gerade mal durch. Ich erinnere mich da an was. Ich glaube, Nico hat es dann auch anderes, mehr oder weniger bestätigt. Ich finde es sogar noch ziemlich spannend, dass die überhaupt noch raiden. Ich dachte, Raiding ist tot und keiner macht es mehr, deswegen Hut ab. Achso, der Trick war, ich weiß nicht, ob es halt immer noch so ist, dass wenn man Build-Templates benutzt und wechselt, wird der Cooldown von alten Skills. Ach stimmt, der Cooldown war es, richtig, ja. Genau. Aber das könnte sein, dass das immer noch so ist und deshalb das mit den Build-Templates gerade so gut klappt beim Precasten. Dass die halt, das würde halt ohne, das stimmt, das ist auch ein Unterschied zwischen Build-Templates und ArcDPS dann. Wenn das immer noch so ist, würde das halt dazu führen, dass du quasi precastest und dann keinen Cooldown auf der Fähigkeit hast, wenn du das Bild wechselst. Das haben die aber bestimmt klugerweise rausgeschnitten, diese Snowcross. Das nicht unbedingt. Das immer noch so ist. Ja, weil dann wäre es nämlich Bug-Using. Ich bin mal gespannt. Weißt, also bis jetzt habe ich mit Bug-Fixes noch nichts. So? Ist es? Also ist es ein Bug oder ist es ein Feature? Das ist die spannende Frage. Bist du sicher, wenn alle Fähigkeiten dann die ganze Zeit wieder... Ja gut, muss auch ja nicht entscheiden. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin kein Entwickler. Das Ding ist halt, also die Fähigkeiten, die du halt vorher eingesetzt hast, sind nicht wieder da. Sondern das Ding ist halt nur, wenn du, also angenommen, du hast eine Heilfähigkeit und benutzt die Heilfähigkeit und dann wechselst du die Heilfähigkeit, dann ist sie normalerweise trotzdem noch auf Cooldown. Kennst du ja wahrscheinlich. Genau. Du kannst ja gar nicht wechseln, wenn es mal was auf Cooldown ist, soweit ich weiß, doch, oder? Doch, geht kannst das? Du inzwischen. Ja, mit Rechtsklick drauf und wechseln. Das oh, okay. Aber die Fertigkeit behält dann eigentlich den Cooldown, den sie vorher hatte. Also wenn du 10 Sekunden Cooldown noch auf deinen Highskill hast und du wechselst den Highskill, bleibt das halt die 10 Sekunden. Und das ist klar. Das, was anscheinend bei den Build-Templates nicht so was nach Bug klingt, zugegebenermaßen, aber du kannst halt nicht dieselbe Fähigkeit damit zurücksetzen, aber halt eine andere Fähigkeit an derselben Position, was halt bisher auch nie möglich war. Gut, im Kampf kannst du nicht wechseln, also bringt das nicht, wenn du 4 verschiedene Heilfähigkeiten hast. Ja, was bringt halt was zum Precasten? Du kannst dir halt am Anfang genau, alle Buffs geben, Buff alle Fallen legen. Genau, Precasten, funktioniert, und, ja. Genau, ja. Okay, gut. Ja, das ist dann übrigens das, was die Snowcrows hier gemacht haben. Deswegen neuer... Na gut, schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Vielleicht Kill aller Zeiten.
Ich meine, die Idee an sich dahinter ist ja gar nicht mal schlecht, alles auszunutzen. Das ist schon mal eine coole Sache. Und Hallöchen, Doc Mark. Ja, dann haben wir natürlich noch Kleinigkeiten gehabt. Stimmt's, Alex? So ein bisschen Entwicklertracker mal wieder. Ach, dieser Entwicklertracker. Ja, da wird der Herr Ali Rika im Chat, der übrigens im Chat die ganze Zeit meckert, sehr, sehr hilfreich. Er hat die News zum Thema Änderungen im PvP und WVW in der Balance geschrieben. Und ja, Cohen, das hatten wir, glaube ich, vor 2 Wochen auch schon mal. Ja, ich glaube, vor 2 Wochen war es, weil dieses System-Team ja eingeführt worden ist für PvP und WVW. Das ist endlich fähige Leute, die sich mit der Balance auskennen und vom Spielmodus, die jetzt sich auch darum kümmern und also, im Forum halt Fragen beantworten. Das System-Team gab es vorher schon, ehe dass sich da jetzt einer wundert. Das, was sich halt jetzt tatsächlich geändert hat, ist, dass das PvP und WVW, also das kompetitive Team, auch für die Fertigkeiten-Balance in den kompetitiven Modi zuständig ist. Nicht mehr, es gibt nicht mehr ein Balance-Team, sondern es gibt jetzt das Fertigkeiten-Team fürs PvE und es gibt halt die Leute, die das Kompetitive betreuen und die kümmern sich gleichzeitig auch um die Balance im Kampf. Und Cohen ist da das neue große Tier, das im Forum all unser Feedback abbekommt, aber auch selber sehr aktiv mit den Leuten spricht und wiederum sein Feedback zurückgibt. Und da ging es unter anderem um den Pestbringer, der genervt werden soll. Allerdings, ja, ein großer Punkt dabei ist, den Gegnern Segen wegzunehmen. Wenn man jetzt den Pestbringer zu schwach macht, könnte diese Segensentfernung fehlen, was wiederum die Kämpfe dann lange und unangenehm machen könnte. Und Cohen hat gesagt, dass das Ganze zwar durchaus berechtigt ist, dass sie aber dann halt darüber nachdenken, dass wenn sie den Pestbringer schwächen, eventuell auch Segen direkt mit geschwächt werden müssten. Das erste Ziel des Teams ist aber, oder beziehungsweise das große Ziel des Teams ist es, in kürzeren Abständen kleinere Anpassungen zu bringen. Das heißt, sie experimentieren jetzt quasi erstmal, was passiert, wenn sie den Pestbringer nerven. Und falls es dann scheiße läuft, bringen sie sehr, sehr schnell den nächsten Patch, der das dann entsprechend anpasst oder weiter balanced. Zum Thema Roma hat er sich auch kurz geäußert im WVW, dass sie da, was sich manche gewünscht haben, nicht nochmal irgendwelche extra Aufteilungen für Roma vornehmen, sondern dass die WVWler halt so ein bisschen mit ihrer WVW-Balance leben müssen. Und unten ging es dann nochmal um den Holoschmied. Der kriegt im PvP und nicht im WVW, da kriegt er auf die Mütze. Und dann ging es noch um das Siegel der Beweglichkeit. Ah, die auch im Zusammenhang mit dem Holoschmied genervt wird. Ja, und dann wie gesagt, das Schöne ist eigentlich an der ganzen Sache die Diskussion mit dem Balance-Team. Die sind jetzt auch dabei. Ich glaube, die entfernen die kompletten Fallschaden-Reduzierungstrades demnächst. Da kommt, glaube ich, auch morgen, heute oder morgen noch eine News von Gate News zu. Ich glaube, Ali oder Jojo, einer von den beiden, hat die schon geschrieben oder war dabei, die zu schreiben. Da geht es darum, dass sie Fallschaden-Trades entfernen werden und diese durch so nützlichere Sachen ersetzen. Im PvE und PvP jubeln die meisten, weil da ist halt nicht so richtig viel mit Fallschaden. Im WVW finden es einige ein bisschen schade, weil es manchmal so Tricks gab, wenn man selbst einen Fallschaden-Trade hatte und man ist irgendwie von der Klippe gesprungen oder von der Mauer und man hat es überlebt. Und der Gegner sprang hinterher und er hat es halt nicht überlebt. Das sind so ein paar Leute, die es ein bisschen schade finden, dass das entfernt wird. Auf der anderen Seite, wie oft hat man das mitgeskillt, weil es einfach nichts Besseres in der Linie gab und so der passive Zweiteffekt von dem Fallschaden-Trade ein bisschen nützlich war. Ich als Ranger hab immer Sturzfederungen mitgeskillt, weil es ein schlammiges Terrain für meinen Highskill mitgegeben hat. Nicht wegen dem Fallschaden. Aber ja. Okay. Ogi schreibt auch gerade nochmal, Cone scheint ein guter zu sein. Merkt man auch in dem WVW-Let's Plays und beim Extra-Live-Event. Hast du das Extra-Live-Event geschaut? Achso, sollen wir da direkt weitermachen? Ja, klar. Also, ja, also ich habe am Freitag habe ich es nicht angeschaut, weil Discord war. Das habe ich dann lieber auf Max verfolgt. Aber am Samstag habe ich auf jeden Fall aktiv mir das Ganze angeschaut, vor allem am Nachmittag und mit Ruby, Stefan
Und ja, es war eigentlich wieder ganz gut. Es gab halt ein riesengroßes Problem bei Extra Life, irgendein Arschloch, muss man wirklich so sagen. DDoS, ne? Hat wieder gedidos, ja. Und dann waren die ganzen Server nie erreichbar. Das heißt, die Leute haben zwar am Freitag ziemlich gut vorgelegt, weil nämlich, wenn 100.000 Dollar eingenommen werden, gab's den Teaser für die neue Episode, plus den Namen der Episode und das Veröffentlichungsdatum. Und da über 50.000 ja eingenommen wurden und Arianet hat gesagt, okay, wir machen die Hälfte noch dazu, gab's ja dann auch das Ganze. Das Dumme war natürlich, du hattest keine Chance mehr, am Samstag irgendwas groß zu spenden. Ich habe es ein paar Mal probiert, hat nicht funktioniert. Und das ist halt extrem schade. Weil dadurch gingen natürlich auch die ganzen Perks nicht, die sie machen wollten. Also jeder hat ja ein persönliches Ziel, wie viel Geld er in seinem Slot einnehmen möchte oder gerne haben möchte. Und ja, viele konnten halt zwangsläufig nichts machen. Was halt schade war. Manche haben dann trotzdem irgendwas gemacht und haben gesagt, ja, ich vertraue euch, dass ihr dann trotzdem später bezahlt. Aber ja, das war halt schon extrem bitter. Hat ja eigentlich durchweg alle bei Extra Life betroffen. Also wer immer sowas macht, der, ich hoffe, der fällt einfach mal um und steht nicht mehr auf, ganz ehrlich, weil das ist... Oh, das finde ich zu hart. Ja, auch mit Kopfschmerzen und aufstehen. Das ist okay. Das ist okay. Kopfschmerzen, Beinbruch, irgendwas in der Richtung ist. Ja. Pleite werden. Also ich finde, also das ist, man zweifelt mittlerweile echt an der Menschheit. Das ist ein Ding, was kranken Kindern helfen soll, wieder glücklich zu werden oder denen eine kleine Freude zu geben. Wenn man sowas DDoS, warum auch immer, weil man sich cool vorkommt, wirklich ganz ehrlich. Fuck off, Junge. Weil es war sicher keine Frau. Sowas machen immer nur blöde junge Männer. Vielleicht. Ja, ist egal, ich finde es trotzdem schlimm deswegen. Aber abgesehen davon war es, wie gesagt, ziemlich erfolgreich für ArenaNet. Also Hut ab. Allein, dass über 50.000 zusammengekommen sind, ist schon eine große Hausnummer. Also so viel zum Thema, dass die Guild Wars 2 Community jetzt plötzlich nur noch böse ist und nur noch auf Reddit lebt und alles nur noch scheiße findet. Also es gibt auch viele, die Spaß am Spiel haben, die auch dann im Stream selbst dabei waren im Chat und die Entwickler angefeuert haben. Also es ist schön, auch mal diese Seite wieder zu sehen, weil wir versteifen uns, glaube ich, viel zu viel auf das Negative da. Ich weiß, wovon ich rede, ich bin ja auch sehr viel auf Reddit unterwegs. Du bist auch sehr, sehr negativ, ja, das ist richtig. Nein, das stimmt nicht. Ich bin konstruktiv, das ist der Unterschied. Ich heule nicht gleich rum, also. Das stimmt, ja. Palachan übrigens, vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Und ja, ich mach dann sofort weiter mit dem Extra Life Teaser mit Ruby, ne? Ich hab das jetzt hier offen. Ja, Ruby war, die hat echt böse Sachen gemacht. Ich glaube, wenn ich es richtig mitbekommen habe, weil Englisch immer so eine Sache, ich glaube, die hat ein Senfeis essen müssen, die Arme. Und das bekam mir nicht ziemlich gut. Die blieb auch anscheinend auch fast die kompletten 24 Stunden wach. Oder mehr sogar als 24 Stunden, weil sie ja morgens noch normal auf Arbeit war. Und Hut ab. Also ich weiß, sie ist ein bisschen kontrovers für manche Leute in der Community, warum auch immer. Aber das, was sie da auf die Beine stellt, ist einfach großartig. Man muss das auch mal loben. Also was war da los? Nekuyo hat auch schon geschrieben wegen mir. Wow, das ist ein bisschen... wegen mir hätte Ruby fast Eis mit Rahmennudeln und Zitronenmarmelade gegessen. Was ging da ab? Da hab ich was verpasst anscheinend. Ich glaube, viel gespendet wahrscheinlich. Oh. Stefan hat dann später auch dieses komische Eis versucht, komplett leer zu essen, weil er mutig war für die Kinder. So wie man es dann später mitbekommen hat, bekam es ihm da nicht ganz so gut. Hat er es wieder rausgelassen? Nein, während dem Stream nicht, aber anscheinend ging es ihm danach, hat das anscheinend ziemlich bereut, dann ging es dann nicht mehr gut. okay. Was sagt Nikuyo? Sie hatte Spendenziele und ein Eis Tobin Roulette. Ja, das war ja dieses Zeug, wo sie dann dieses Senfeis da hatte. Oh Gott, ey. Okay. Sie hatten übrigens auch ein paar Streamer dabei aus der Community, also Content. Debro? Wie heißt es? Ja, der hatte irgendwas Debro auf Instagram gepostet. Das habe ich gesehen. Oh Gott, wie heißt die eine? Irgendwas mit Schach und, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Chess, die muss mit Chess. Verdammt, ich keine Ahnung. Bird Chess oder so in der Richtung, glaube ich, hieß. Könnte es sein. Die war auch dabei dann mit Stefan und mit Ruby zusammen. Also ja, es ist natürlich wieder cool, dass wir auch da die Content Creator dabei haben. Ja, wie Ori sagt, Ruby war halt ziemlich fertig, kein Wunder. Ich glaube, die war so vielleicht 28 Stunden wach oder so in der Richtung. Die konnte auch nicht wirklich schlafen, weil sie hat gesagt, ihr Hirn hat nicht abgeschaltet, als sie sich mal für 2 Stunden hinlegen wollten. Das ist klar.
Also schon Hut ab. Ja, auch wenn man älter wird, sowas hält man nicht mehr ohne weiteres durch. Ich weiß, wovon ich rede. Gamescom mit Alex um 5 Uhr zu Hause. Ja, ja. Mir ging es danach gar nicht so schlecht. Letztes Jahr nicht auch. Oh, okay, Team ArenaNet und die Belohnung dafür, dass wir 50.000 oder ihr 50.000 Dollar gespendet habt, zumindest manche von euch, war dieser kurze Clip, den wir euch nicht vorenthalten möchten, mit einer grinsenden Ruby und folgendem Inhalt. Ja, und im Prinzip war es da schon. Die schönsten 7 Sekunden eures Lebens, die im Prinzip 2 wichtige Punkte beinhalten. Punkt Nummer 1, The Bone Skinner is coming. Wenn du das Bild von ihm haben solltest, ich hab's ja nochmal im Discord geschickt. Das ist hast du es drin? Ja, ich hab die Kati News offen, da ist das ja glaube ich auch. Warte da, oh ja, super, dann passt das. Ja. Was möchtest du zu Boneskinner sagen? Ja gut, der Boneskinner ist ja dieses komische mutierte Char-Re-Skelettviech. Und das ist ja an Call of Duty, Entschuldigung, an den Lovecraft Cthulhu-Mythos angelegt. Und das soll ja dieser Gegner sein, der uns auf der Karte immer wieder verfolgt und uns überrascht, wenn wir es am wenigsten erwarten. Also so hatten sie es im Ankündigungsevent angeteasert. Bin ich mal gespannt, wie das mechanisch technisch sein sollte. Ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, dass das so eine Art von Worldboss wird, wo wir bekämpfen können. Ich kann mir aber auch in der Story oder im Allgemeinen vielleicht auf der offenen Welt gut vorstellen, dass es so ähnlich wird wie in den Fraktalen, wenn der Moosmann kommt. Gottes Willen. Also sowas nicht. In der Richtung könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oder taucht dann plötzlich aus, wow, verdammt, und dann musst du wahrscheinlich irgendwie C10 oder irgendwas. Und also stirbst. So ein bisschen wie der Labyrinth-Schreck im... Ja, vielleicht. Ja gut, der läuft, aber genau, vielleicht sowas, was neben dir plötzlich erscheint und wow, scheiße. Ja. Ich glaube, das wird spaßig, weil ich freue mich schon an dem Tag, Reddit zu lesen. Ich kann hier nicht farmen. Ständig kommt der Bonskinder. Scheiß Spiel. Ihr wollt doch herausforderndes Gameplay endlich haben. Habt ihr doch gesagt, ihr elitären Spieler. Ich will aber in Ruhe farmen. Ich freue mich jetzt schon. Ich hoffe, da zwei Gruppen ziemlich populistisch. Das kann ich nicht gut heißen. Aber Spaß. Ich weiß, was du meinst. Ja. Komm, ich bitte dich, das wird genauso sein. Einerseits sagen sie alles, ist alles so leicht und so easy. Ja, aber das Problem wenn da sowas ist, geil, kommt, du mischst da gerade zwei Leute. Diese Leute, die dir sagen, es ist alles so easy und langweilig, sind nicht die, die danach meckern und sagen, in der offenen Welt ist so ein Boneskinner Kacke. Doch, es sind die, wo wir sagen, in der offenen Welt ist auch zu leicht. Die meine ich ja. Ich meine jetzt nicht die Raider. Die kannst du nicht glücklich machen. Außerdem kriegen die eine Strike-Mission. Niemand, der sagt, die offene Welt ist zu leicht, wird sich beschweren, wenn die offene Welt zu schwer wird. Das ist der Punkt, dass diese ganzen Leute, die sich jetzt nicht beschweren, dann beschweren, wenn die offene Welt zu schwer wird. Warten wir doch einfach ab, was passiert. Komm, lass doch mal ein bisschen Kontroverse hier drin sein. Was heißt Kontroverse drin haben? Das, was du halt machst, ist das, wogegen wir uns halt immer aussprechen. Du möchtest halt im Chat irgendwie keine Memes und Pepes und auf der anderen Seite machst du halt hier im Podcast gerade deine eigenen Memes und Pepes. Was soll ich sagen? Ich bin kompromittiert. Das bist du, ja. auf jeden Fall, der Boneskinner ist mit dabei. Und was Sky halt gerade schon so super mit durcheinander geworfen hat, ist tatsächlich, dass es hieß, dass die neue Episode, die übrigens einen wunderschönen Namen hat, auf jeden Fall düster werden soll. Und die liebe Kati hat dazu auch wunderschön so ein bisschen die Geschichte von Lovecraft zusammengefasst. Ich zeig nochmal den zweiten Teil aus dem Video, der für uns halt relevant ist. Das ist der Titel Whisper in the Dark November, und zwar am 19. Also nicht den jetzt kommenden Dienstag, sondern eine Woche darauf. Das heißt, nächste Woche Dienstag kriegen wir wahrscheinlich einen Trailer. Der nächste Podcast wird also eine Trailer-Analyse. Oh mein Gott. Ich hab so Bock auf eine Trailer-Analyse. Ich hab so lange keine Trailer-Analyse mehr gemacht. Whisper in the Dark ist auch so ein kleines bisschen eine Anspielung. Und zwar könnte eine Anspielung sein an die Kurzgeschichte von Lovecraft mit dem Titel The Whisperer in Darkness. Und Kati hat schön zusammengefasst, in der Kurzgeschichte macht sich ein Protagonist auf seltsame Sichtungen auf den Grund zu gehen. Es handelt sich um mysteriöse Kreaturen, die ihr Territorium gegen Eindringlinge verteidigen. Könnte so ein bisschen dafür sinnbildlich könnten wahrscheinlich die ganzen Eiskreaturen stehen, die sich uns entgegenstellen.
Und der Protagonist folgt dann einer Einladung mittels Brief und trifft dort auf eine düstere Gestalt, die in einem Chair in Darkness. Ja. Wie weit das halt für uns später eine Rolle spielt, lässt sich nicht sagen. Das ist ein Char in Darkness, wird es wahrscheinlich dann sein. Wow. Das ist wahrscheinlich der Stuhl von der Flammen, von der Blutlegion, wo das Artwork verschwunden ist. Ich nehme an, den werden sie wieder benutzen, einfach zu sagen, hey. Dann hocken sie einen Char drauf, der gut passt. Komplett schwarzes. Ich merke schon, du bist nicht empfänglich für so Sarkasmus. Gerade nicht, tatsächlich, aber ja, okay. Nein, aber passt ja. Ich meine, Lovecraft ist immer gut. Also, ich meine, wenn man vom ganzen rassistischen Zeug von seinen Geschichten ausgeht, wenn man das wegnimmt, dann ist es durchaus cool. Also, ich mag ja das, vor allem den Bloodborne. Von daher bin ich ein ganz großer Fan davon. Und da habe ich nichts dagegen. Okay. Der kosmische Horror ist immer gut. Ich bin sehr gespannt. Also, eigentlich ist ja Guild Wars 2 nicht gerade für Horror- und Angstmomente bekannt, oder? Irgendwie so das Ängstlichste, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ArenaNet einen Fehler in der Episode. Das ist so das, wovor ich immer weiß. Ich meine, das mit Mordremov war ja auf eine gewisse Art und Weise auch so ähnlich. Es war so ein bisschen scary mit dem Stimmen im Kopf, ja, das ist richtig. Aber World of Warcraft ist ja voll damit mit dem Ganzen, mit den alten Göttern. Das ist ja Lovecraft pur. Und 8.3 wird ja auch dann komplett wieder einen alten Gott haben. Da spielt es halt alles eine Rolle. Aber ich mag so dieses, wenn's nicht zu sehr in dein Gesicht ist, da mit diesem ganzen Tentakelzeug, sondern einfach, klingt auch so falsch. Also lieber so ein Boneskinner, der von hinten auftaucht und dir die Haut vom Leib reißt. Das ist ein Podcast auch für jüngere Leute, Alex. Weiß nicht, ist hier irgendwie unter 18? Wenn ja, halte ich mich jetzt zurück. Ansonsten du warst es damals. Als wir angefangen haben, war ich glaube ich auch schon über. War ich da? Nee, ja doch, da war ich über 18. Allererster Podcast war 2011, da war ich gerade 19. Ist ja gut. Gerade 19, ja, das will ich festhalten. Was haben wir denn sonst noch? Es gibt ja auch ein Artwork dazu. Ja, mit Braham. Was uns natürlich dann gleich schon mal dazu führt, dass Braham wahrscheinlich der Protagonist dieser Episode ist. Oh nein, wer hätte das gedacht, nachdem er beim letzten Mal besoffen seinen Bogen verspielt hat? Ich hoffe nur, dass nicht so viel Sam Riegel diesmal wieder vorkommt. So gefühlt jeder zweite Char auf Englisch war Sam Riegel. Ist ja nicht wie im Deutschen mit drauf hören. Liegt da tot jemand mit Hose und Stiefeln, ne? Das sieht aus, dass da wahrscheinlich ein Non gestorben ist und so, dass hier ein Dorf oder ich meine, vielleicht ist auch irgendeine Wagenkolonne oder so, wurde da ein bisschen beseitigt. Das sieht so aus, ja. Könnte der Bones gehen. Non sieht nicht glücklich aus. Wie heißt denn eigentlich der Boneskinner? Hier haben sie dafür doch einen deutschen Namen. Der Boneskinner heißt Boneskinner, weil er die Bones skinnt. Ja, aber auf Deutsch. Kati hat spekuliert, wie das auf Deutsch heißen könnte, aber damit bin ich nicht glücklich. Häuter der Knochen? Kati nannte ihn lieblich Knochenhaut. Weil ich mir nicht sicher bin, ob der so heißen wird. Und das Mini heißt dann Knochenhäutchen, ja, das könnte ich mir vorstellen. Was ein Knochen. Okay, also übrigens könnt ihr in Artikel... Der Hautknochen greift an. Fürchtet euch vor dem Hautknochen. Okay, falls du übrigens die Geschichte von Lovecraft lesen möchtet, ist da Kati auch passenderweise verlinkt. Oh. Und eure Meinung sammelt sie auch. Wenn ihr da also eine Meinung habt, bisher ist der Chat bei uns noch relativ ruhig, liegt auch daran, dass heute relativ wenig los ist, schreibt eure Meinung unter die Kommentare von diesem Artikel oder auch unter unser YouTube-Video, wenn ihr später Ori schreibt zum Beispiel hier, ob der Rabengeist ein Thema wird. Das könnte durchaus sein, weil damals in der Ankündigungsevent hatten sie ja auch schon ein bisschen gezeigt, auch diesen, im Presskit gibt es ja diesen Screen mit diesen Schreien. Und der Rabe war, glaube ich, der erste. Also das könnte hier gut passen. Er könnte allerdings aber auch erst für die zweite Episode kommen. Denn Episode 2 wird ja die Karte von... Ja? Siehst du hier Raben? Ja, ganz viele. Eigentlich ist alles voller Raben. Oh, tatsächlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zähle 7. Wir machen jetzt ein Bilderspiel. Wer findet mehr Raben auf diesem Bild? Ich würde sagen, das sind 7.
Ja, das könnte hinkommen. Und es sind auf jeden Fall 3 tote Nonnen hier, die man sieht. 3, ich sehe nur 2. Wo ist der dritte? Was ist ein Bilder? Rechts, rechts sind die Stiefel. Ja, genau, die Stiefel rechts und der Typ links. Wo ist und der dritte? Und dann, ja, direkt vor Braham. Vor Braham. Was? Auf dem Boden. Wo der Rabe da drauf ist eine Hand, ja. Oh ja, du hast recht, da liegt auch noch einer. Oh ja, das habe ich. Siehste! Das Bild hat so viele Details, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Das wäre der Wahnsinn. Gleich mal eine Bildanalyse hier. In-depth-Bildanalyse. Was hat er da eigentlich auf dem Rücken? Das sieht aus wie diesen Kolben, den Hammer. Er die ganze Zeit hatte, oder? Nee, er ist Streitkolben. Er ist Hammer. Ja, aber wo ist das Schild? Normalerweise hat er ja immer ein Schild gehabt. Schild und dann, wo ist das Schild? Ich sehe nur den Hammer hier. Richtig. Keine Ahnung. Vielleicht hat er, vielleicht ist er kaputt gemacht. Warte mal, in dem Ankündigungs... Hatte der denn? Der hatte auch kein Schild, glaube ich, beim Ankündigung, bei dem Ankündigungsvideo. Für die Eisbrutsaga. Ahnung. Diese weibliche Nonne, die der Commander sein soll, oder die halt hier extra vorkommt, dann keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt weiblich sind im Trailer, so wie Jormark. Übrigens, weil Jana Torres gerade schreibt, Geflüster im Dunkeln ist eine Guild Wars 1 Mission. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass es eine Quest gab, die Stimmen im Dunkeln hieß. Aber war das eine Non-Quest aus EOTN oder war das noch aus dem Original? Nee, das war aus Nightfall. Die haben wir mal zusammen gemacht. Ja, das war noch so eben in unserem Nightfall-Let's Play drin. So weit sind wir doch gekommen, bis zu Stimmen im Dunkeln. An Geflüster im Dunkeln kann ich mich nicht erinnern. Verlink mir da gerne eine Quest, wenn du sie. Ich meine, mit dem Geflüster passt ja, wir wissen ja eh, dass Jormark ja für Flüstern bekannt ist und. Aber ich bin übrigens definitiv bei euch, dass das Raben, dass der Rabengeist eine Rolle spielen wird. Hm? Es hieß ja auch, dass die erste Episode eine Mastery hat, die über 2 Episoden hinaus genutzt wird. Also macht Sinn. Puh, wenn da mehr Neungeister dann gibt, dann. Zieht sich ja, gut, das. Okay. Ja. Sind das 5? Da müssen es mehr Episoden geben, wenn es ein nur 2 ist. Oh Gott. Ja, gut, ob sie alle bringen, ist halt ja auch die Frage. Der Bär wird wahrscheinlich vorkommen, so und so. Ich bin ja gespannt. Meinst du, der Svanja wird wieder auftauchen irgendwie als korrupter Geist oder so? Ich meine, wäre möglich, oder könnte ich mir vorstellen. Jorah kommt dann vor, nicht als Statue. Das wäre cool. Alles, was wir jetzt spekulieren, sind reine Jorah-Statuen. Ja, natürlich. Ich glaube, der Twitter-Teaser war genau wie der andere Teaser, ne? Ja, der zeigt nur den Bone-Scanner. Ja, okay, ist klar. Auf jeden Fall ist das eine coole Sache. Wir haben ja was bekommen und wir haben was gespendet, wir haben ein Video bekommen, wir haben sogar ein Datum und das ist toll. Eine Woche vor, bevor wir es so oder so bekommen hätten. Macht ja nichts, das sind gute Sachen. Und wir können heute darüber diskutieren, ist doch schön. Bin gespannt, was da kommt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Karte gut aussieht, weil wie gesagt, Grottmatal war ja für mich eine Enttäuschung. Wo Sakulu recht hat, wir treffen später auf eine Nachfahrin von ne? Das stand doch damals. Ah, das ist die Blonde dann. Das ist okay, das ist die blonde Nonne wahrscheinlich, die in den ganzen Dingern vorkommt. Okay. Stimmt, da war ja auch in der Zeitschrift, die sie ja veröffentlicht hatten. Alles klar. Gut. Man kennt sie als die Wachsamen, die beim Hauptspiel, gell? Okay. Ja, genau. Nicht nur Orden der Gerüche gemacht. Gut, dann haben wir tatsächlich noch eine normale News, die wir noch nicht besprochen haben. Die dreht sich um den Edelstein-Shop. Den möchten wir natürlich nie außen vor lassen. Wo ist Rocker? Stuhl der großen Halle und das Urzeithüter-Kleidungsset. Was findest du von beiden schrecklicher? Das Kleidungsset oder den Stuhl? Ich finde Gems auch total geil. Kauft bei Instant Gaming Gems. Das ist großartig. Bitte, bitte macht es. Also kauft euch Stühle. Göttlich. Nee, ganz ehrlich, was sagst du zum neuen Stuhl? Weil ich finde den eigentlich ziemlich hübsch. Ja, mit dem Bettvorleger, ja, du hast einen Wolf dazu. Das ist natürlich eine coole Sache. Ich verstehe mal nicht, wer sich sowas kauft, aber das haben wir unten, glaube ich, bei den Kommentaren auch gehabt. Das ist halt für ein Rollenspiel ganz gut. Ich finde es witzig. Ich glaube, auf Reddit hat jemand sich die Mühe gemacht und mal verschiedene Charaktere reingesetzt. Und wenn du den männlichen Norn da reinhockst, dann klippt der durch den Stuhl und ist zu groß für den Nornstuhl. Der männliche Norn ist zu groß für den Nornstuhl. Ja, ich find's absolut großartig. Wie kann sowas passieren? Ja, genauso wie die Chars immer bescheiden aussehen, wenn sie auf den Stühlen hocken. Da gibt's anscheinend, das QM gibt's bei den Stühlen anscheinend nicht. Die werden anscheinend nur für Menschen gemacht. Asura passen grundsätzlich drauf, weil sie klein sind. Und der Rest, der hat Pech. Ihr spielt die falsche Klasse. Haben dasselbe Skelett, also passiert da nicht viel.
Ja, die haben bei einigen Studien ihre Beine gespreizt, was ja auch so eine Sache war. Ah Gott, The Vary haben ja nichts, was sie verstecken müssen. Also von daher, das ist... Und das Kleidungsset, ja... Wenn ich jetzt fies wäre, würde ich jetzt das Bild, was ich bei euch gepostet hatte im Podcast, würde ich jetzt das Bild von Final Fantasy XIV herholen. Da gibt es nämlich ein Dungeon-Set, das sieht relativ ähnlich aus, hat so ein bisschen Wolf-Thema, so ein bisschen wild, dschungelmäßig oder waldmäßig. Gibt's als Drop im Dungeon. Und dann haben wir hier die IMCA-Mode wieder aus den 80ern. Keine Ahnung, das Ding ist pothässlich. Und absolut falsch wegen der Sexiness bei den Frauen. Also, sorry, aber das Ding sieht doch das absolut... Das ist doch mega sexy. Will du das anziehen? Ich möchte gerne... Ich will sowas nicht mal geschenkt haben. Wurzan hat löschen. Mir ja damals versprochen... hat er ja gesagt, er würde mir die Leggings schicken. Wurzi, wenn du das schneidest, trage ich das. Die Frauenfassung, oder? Die Frauenfassung, ja klar. Wo dann meine Brüste und quasi meine gesamten Außenseiten frei sind. Ist auch für Norden mega, mega praktisch, weil es so kalt im Norden. Also, da muss man ein bisschen Haut zeigen, finde ich. Also das ist, ich weiß nicht, also die Frau ist halt so übermäßig sexy da, die riesen Brüste dann da frei an der Seite komplett, so ein Hauch von nichts. Beim Mann geht's ja noch ein bisschen. Also das Ding ist, keine Ahnung, das ist total. Das ist, wenn du den Mantel, also das Fell wegmachen würdest, wenn es überhaupt Fell ist, keine Ahnung, weil sind es auch irgendwie Federn, oder? Sieht so ein bisschen aus wie Federn? Ich weiß Kacke. Nicht, also mein Wellensittich sah so aus. Ja. Die sind wahrscheinlich zur WoW reingegangen, haben so diesen Oilkin geholt von den Druiden, haben den umgebracht und haben einfach mal die Federn genommen, weil es sieht echt da oben genauso aus. Nein, das Ding ist echt furchtbar. Da ist nichts Schönes. Also, allein die Tatsache, dass es halt einfach so frei ist. Das ist wirklich nur so, komm, ihr seid horny, dann kauft euch dieses Ding hier, wenn ihr eine Frau spielt. Das finde ich gar nicht sexy. Also, sorry, aber ich krieg da eher... Wenn du... Ja klar, wenn du die Beine und das... sexigere Outfits als... Ja, aber es dürfte klar sein, auf was das aufgemünzt ist. Und das ist... Echt? Das passt so... Das ist so ein Standard-Outfit von Blade and Soul. Ja, aber das Problem ist halt, das ist halt nicht sexy. Also... Erstmal die Maske und diese Federnschultern machen alles kaputt, was an diesem Outfit mal hätte sexy sein können. Aber die absolute Gipfel ist doch die Hose. Das ist auch mit Sex irgendwie nichts zu tun. Das ist einfach, da ist jemand versehentlich mit dem Rasenmäher einmal übers linke und einmal übers rechte Bein gefahren und dann hat man das versucht zu flicken und festgestellt, dass das eine dumme Idee ist. Ich hätte das Zeug von den Schuhen weggemacht, das Fell. Hätte dann die Seide dran Kassier. Geklatscht oder so. Nikuyo weiß genau, wovon ich spreche, wenn es um Sexiness Kassier, ja. geht. Bam! Die Turm der Albträume, Kasmir. Nein, südlich Kasmir. Die Turm der Doch, Albträume, die Turm Kasmir der Albträume, ist Kasmir. Komplett nackt. Das ist ja, ist richtig. Man sieht es ja nicht, weil sie sich Mesmer Illusion drüber gemacht Illusion. Hat. Sie trägt eigentlich gar keine Kleidung. Die ist komplett nackig durch den Turm gegangen, mit giftigen Sporen, allem drum Frau. Und dran. Und dann kriegt sie den Schluck auf. Weißt du? Das war halt Staffel 1, siehst du? Das ist Staffel 1, Baby. Ja. Das ist Staffel 1, Lore. Das ist Canon. Hier, was? Das ist Staffel 1, Baby. Ich hoffe, dafür wird mein Twitch-Kanal jetzt nicht gebannt, aber das ist Staffel 1, Mann. Und da, Kai findet das eine Outfit sexy, ja? Irgendwie haben wir zwei, glaube ich, unterschiedliche Vorstellungen. Das war das erste Mal, dass man Kasmir kennengelernt hat. Da wusste man schon, welchen Charakter sie hat. Ja, da geht es vor allem um zwei einschlagende Argumente. Das Spiel ist einfach, man merkt halt, dass Guild Wars 2 jetzt nicht so im Mainstream drin ist, weil so ein Outfit wird wahrscheinlich wieder bei anderen Spielen voll in den Shitstorm auslösen. Das ist ja nur eine kleine süße Miniatur und am Strand bist du doch genauso. Hast du dich mal in den scheiß Südlichtstrand gelegt? Du bist Nein, ich meine nicht Kasmir, ich meine dieses Kleidungsset. Das hier? Das ist doch überhaupt nicht sexy. Habt ihr alle gesoffen oder so? Ich hätte, wenn ja, aber mir, das ist das, nein, das, nein, nein, ist das Design mir, mit dem RL, Hinterkopf. Wenn mir im RL einer mit dem Outfit über den Weg laufen würde, ich würde nicht sagen, Alter, ist die Frau sexy. Ich würde sagen, Scheiße, die legt mich gleich um. Weißt du? Wer zieht denn sowas an? Das ist doch auch hinten, ist das halt voll verpackt. Also, es hat noch nie jemand bei mir gesagt, oh, du hast aber sexy Seitenwadenmuskulatur. Oder sowas. Weil du siehst ja nur die Seite davon, wenn es wenigstens auf der Innenseite ausgeschnitten wäre. Das sieht nur von vorne gut aus.
Okay, wir behandeln jetzt zu lang schon wieder den Item-Shop. Das kann ich mit meinem Gewissen. Da wird Roka schon wieder furchtbar. Wieder 50% ist nur im Item-Shop. Minimum 50%. Falls jemand dieses Item-Set gekauft hat, ja. Also das Outfit gekauft hat. Und schreibt's uns. Weil dann will ich euch bemitleiden. Naja, das ist natürlich nett. Die Geschmäcker sind verschieden, ganz klar. Aber mich interessiert es wirklich. Ich habe bei PJ im Stream das halt gesehen. Die hatten das alle gekauft. Ich habe mir nur gedacht, das. Also, man kann ja über Fashion diskutieren, aber das Ding zu kaufen ist halt schon krass. Man kann nicht über Fashion diskutieren. Entweder man hat Fashion oder man hat es nicht. Vielleicht hieß das sogar das Drakar-Set eigentlich, weil Drakar hat ja auch so viele Haare, das neue Design von dem. Was? Ja. Drakar hat Haare? Du kennst doch das. Wo genau hat das was mit dem Kleidungsset zu tun? Ja, vielleicht ist es ein bisschen orientiert. Ich mag nicht mehr weiter darüber sprechen. Kommen wir zum tatsächlich letzten und sehr interessanten Thema, nämlich Quiznos Baguettes für Guild Wars 2. Ich fasse kurz das zusammen, was ich weiß. ArenaNet hat eine Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Sandwich-Kette Quiznos geschlossen. Nicht zu verwechseln mit Subway. Subway sind die, die auch Läden haben. Quiznos hat bis zum 30. November Codes. Und diese Codes erhaltet, wenn ihr bei Quiznos essen geht, kannst du aufhören zu lachen. Ihr erhaltet, wenn ihr bei Quiznos essen geht, mitunter einen Code, und der enthält ein Mini-Eisbrutsager-Oger, einen Kammerverstärker, einen Erfahrungsverstärker, eine 10er-Tasche und einen 10-Euro-Rabattcode für die Standard/Deluxe-Edition von Path of Fire. Heißt, das, was ihr im Endeffekt davon haben möchtet, ist der Mini-Eisbrut-Oger. Weil keiner braucht Verstärker, niemand braucht eine 10er-Tasche. Und was zur Hölle soll ich mit einem 10 US-Rabattcode, US-Dollar-Rabattcode für ein Spiel, das ich schon besitze? Das erhaltet ihr, wenn ihr euer Lieblings-Sandwich kauft. Was ist denn euer Lieblings-Sandwich? Da wird es mich interessant. Für kurze Zeit hat die Speisekarte um 2 neue Sandwiches erweitert: das Prime Rib Horseradish XL und das Italian Prime Rib Sandwich. Und wenn ihr das macht und vor dem Bestellen diese komische Toasty Points App herunterladet, dann könnt ihr sogar noch Sachen reduziert bekommen in der Quiznos Speisekarte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich krieg Hunger. Ja, ich hab Fun Fact, ja, es ist 21 Uhr und ich habe noch keinen Abend gegessen. Das ist das altbekannte Problem bei mir. Quiznos-Filialen, diese Gegenstände bekommt ihr nur in den Quiznos-Filialen in den USA und in Kanada. Die Codes sind aber weltweit einlösbar. Das heißt, wenn ihr also einen Freund habt, der bei Quiznos shoppen kann, dann kann der das für euch auch machen und euch den Code zuschicken. Wie gesagt, das Einzige, was euch daran interessiert, ist, wenn überhaupt der Ogre. Den Rest habt ihr schon. Jetzt kommen wir allerdings zu den lustigen Stories, und das ist Meme Wars 2. Ich weiß gar nicht, womit das begonnen hat. Irgendwann gab es dieses Quiznos in my area, wo Leute geguckt haben, wo es denn Quiznos gibt auf der Welt, und dazu dann Screenshots gepostet haben. Also Quiznos in my area, das ist halt Europa. Gibt's hier gar nicht, habe ich hier auch noch nie gehört. Noch geiler ist wohl, dass die meisten Quiznos-Filialen inzwischen geschlossen haben, die man findet. Und das ist irgendwie der Witz an der Sache. Also hier ist halt die Karte aus Amerika. Und zwar genauer gesagt die Strecke zwischen Seattle und San Francisco. Und da sehen wir hier ein Quiznos permanently closed. Hier eins, hier eins, hier eins, hier eins, hier eins, hier eins, hier eins. Und da ist eins offen und da ist eins offen. Man könnte sagen, das ist vielleicht nicht die bekannteste Marke mehr. Erinnert sich immer noch an Bubble Tea? Bubble Tea hat das Problem mit der App gehabt, wo du deine Daten eingeben musstest, und dann hat das nicht richtig funktioniert, und dann haben sie alles dicht gemacht, weil der Andrang zu groß war und so weiter. Das war, glaube ich, schlimmer als ein Sandwich. Aber ja, Reddit feiert es gerade gewaltig. Das ist jetzt der... Ich würde es nicht Shitstorm nennen. Ich würde sagen, die haben jetzt derzeit viel Spaß damit, weil Templates sind vergessen. Es ist Meme Wars 2 gerade, ne? Das ist so, also wie gefühlt gibt's jeden Tag 6 Memes zum Thema Quiznos und Sandwiches rund um Game Wars 2. Ja, der arme Mike C. leidet da ganz gewaltig drunter. Kann der am wenigsten dafür.
Na, sowas dann halt. You need to increase revenue, maybe add optional subs or something und ja. Solche Memes machen halt gerade das Reddit unsicher. Genau, ich meine, abgesehen davon, dass es halt keine bekannte Firma ist, und da sind wir uns halt alle einig, kein Mensch hat eine Ahnung, wer das ist und woher die kommen. Aber ansonsten ist das doch eigentlich, also wir als Community fordern ja jetzt, wie lange schon das ArenaNet mehr PR machen soll. Und gefühlt jedes Mal, wenn sie mehr PR machen, machen wir einen Shitstorm draus. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich glaube, es geht natürlich darum, dass er halt wieder, dass es Möglichkeiten zum Beispiel mit Twitch-Drops geben könnte oder halt vielleicht mal mehr die Twitch halt allgemein zu bewerben und so. Und es ist auch nicht kostenlos. Nee, aber... Denkst du, die gehen da hin und sagen, hey, wir machen euch hier total groß, hier, bewerbt also, mal Guild Wars 2. Also, sorry, wenn ich die Liste von Christos lehne hier sehe. Irgendwer hatte das, glaube ich, auch als Meme geschrieben, ne? ArenaNet will gar nicht versuchen, Guild Wars 2 zu retten, sondern Christos zu retten mit der Aktion. keine Ahnung, also mein Bauchgefühl sagt mir halt, okay, ein WoW kriegt halt irgendwie als Partner, weiß ich nicht, McDonald's oder was weiß ich nicht was. Aber du so als kleines Guild Wars 2, du nimmst dann halt anstelle von Subway das zweitgrößte Sandwich-Unternehmen, was dann halt nur ein 80stel von Subway ist, aber kratz, hier ist Quiznos. Ich meine, es ist gut, ein bisschen andere Sachen macht, aber boah, ich weiß nicht, also derzeit, ich... Also ich verstehe es halt. Deswegen bin ich auch nicht im Marketing zuständig. Also die meisten Aktionen, was sie aktuell gemacht haben, ist für mich so, das wirkt alles so nischenmäßig, so ja, aber das cringy. Ist ein Nischenspiel. Also ich meine, wir tun immer so, als wäre Guild Wars 2 irgendwie es wäre Arena der Blizzard Entertainment, aber die sind halt nicht Blizzard, sondern die haben. Oder was halt, in China haben. Aber die haben halt ein, also wenn du realistisch bist, die haben ein Spiel. Guild Wars 1 theoretisch noch, aber de facto haben sie halt ein Spiel. Und wenn man nicht gerade Riot Games ist, kannst du eigentlich nicht von einem Spiel leben. League of Legends ist da eine komplette Ausnahme. Die meisten Firmen knallen Spiel um Spiel um Spiel raus. Die haben es geschafft, mit Guild Wars 2 sich so lange zu halten. Aber Guild Wars 2 ist halt kein Big Player auf dem Markt. Also, keine Ahnung, was wir halt immer erwarten. Du kriegst halt als kleines Unternehmen nicht Subway. Ich kann auch nicht sagen, ich hätte gern einen Ad-Deal mit Razer und die sollen mir jeden Monat 700 Keyboards schicken, die ich verlosen kann. Ich hab's versucht, fanden die nicht so witzig. Sondern ich nehme dann halt, keine Ahnung, mal eine kleine Maus von Speedlink oder von Trust oder von halt den kleinen Firmen. Und das ist halt für Guild Wars 2 nicht viel anders, oder? Also ich will mich deswegen nicht drüber aufregen auf Reddit, also ich auch nicht. Ich finde das löblich. Also, mir geht das halt sowieso gegen den Strich, dass ich immer über alles aufgeregt wird. Ich meine, wir wollen, dass ArenaNet mehr PR macht, sie machen mehr PR, wir finden es scheiße. Wir wollen, dass ArenaNet mehr über Features spricht, sie machen. Ich glaube, wir regen uns auf, weil wir wollen, dass sie was Bestimmtes machen, das ist das. Und, ja, aber das Ding ist halt, wir wollen nicht, dass sie was Bestimmtes machen, wir haben eine ganz genaue Vorstellung, wie sie es gerne hätten. Sie hätten gerne einen Mr. T Werbespot für Guild Wars 2 oder besser noch einen eigenen Guild Wars 2 Kinofilm oder sowas als Werbeplattform. Und wenn sie das halt nicht kriegen, dann sind sie halt pisst. Und Leute haben halt von der Veranstaltung in dem Moon Theater gedacht, das wird eine kleine BlizzCon. Und es wurde halt am Ende nur eine halbe Path of Fire Ankündigung. Ja, die haben HOT erwartet, so im Prinzip. Diese Art und Weise, das ist schon... War nicht unbedingt falsch anzunehmen, meine ich. Keine Ahnung, also ich finde halt, ne... Wir fordern die ganze Zeit, die machen die ganze Zeit, wir finden es scheiße. Irgendwann hätte ich an deren Stelle auch keinen Bock mehr, das zu machen. Also mir gefällt die Leggings auch nicht, aber das scheint anzukommen. Leute haben es gekauft. Also, meine Rin hat es gekauft, das ist auch die aus dem Ankündigungsevent, für die Leute, die es nicht kennen. Auch Peachy hat sie. Also, wie halt der Roy vom ERP, der Shoutcaster, der hat ja auch die Hosen angehabt. Also, es gibt Leute, die mögen das, also von daher ist es ja okay. Ich meine, das ist so eine Kleinigkeit, dass sie machen. Ich jammer wegen dem Sandwich halt rum. Ich finde allgemein sowas total dämlich. Genauso wie die Werbung am Anfang mit diesen komischen Rockdosen da, wo man für Gears 5 jetzt hier irgendwelche Ingame-Codes bekommt. Das ist, keine Ahnung. Aber da bin ich nicht die Zielgruppe dafür.
Aber es gibt sicher bessere Möglichkeiten, ein Spiel zu bewerben, vielleicht aktuell über das Spiel statt. Keine Ahnung, also ich meine, Guild Wars 2 zu bewerben über eine Armbanduhr ist, keine Ahnung, warum, was bringt mir die Armbanduhr? Dann werde ich sicher nicht Guild Wars 2 spielen, wenn ich eine Armbanduhr kaufe, nur weil da so ein Drachenlogo drauf ist, vielleicht. Verhehre ich mich auch. Und keine Ahnung, also das Einzige, was halt in meinen Augen zieht, sind Google Ads, das machen sie, und weiß ich nicht, kleine lustige Trailer vor YouTube-Videos. Aber werden halt schon, also das Ding ist halt, keiner von uns hier ist Marketing-Experte, keiner von uns ist so sehr in diesem Gaming-Business drin. Hier schrieb irgendwer unter in den Kommentaren zu diesem ganzen Quiznos-Quatsch, ja, Final Fantasy hatte in Australien eine geile Aktion mit Domino's Pizza, wo du irgendwie bei der dritten Pizza einmal Bringers umsonst bekommst. Oh ja, das war schlimm. Das war das mit dem riesen Chocomobble, den schwarzen. Oh, das war übel. Die Aktion wurde auch kritisiert von der Community bei denen. Aber hier wird sie plötzlich gelobt. Also, hier schrieb eben drunter. Weil die Leute keine Ahnung haben davon. Also, ich weiß zum Beispiel, dass jeder sich da ein Menü mit 10 Burgern und so weiter richtig riesen High-End-Essen bestellen musste. Das wird ein anderer. Ich dachte, das war die KFC-Nummer. Da war, ach so, da, genau, das ja, war mit dem Jokobo und Final Fantasy, genau. Stimmt, ja, das mit der Pizza habe ich jetzt. Okay, da habe ich verwechselt. Entschuldigung. Stimmt, ja, das KFC-Ding. Aber das war ja richtig schlimm. Da mussten ja, die Leute. Bei der Pizza brauchtest du nur eine Bestellung, die so und so hoch ist, und du hast Final Fantasy umsonst bekommen. Ja, das ist deutlich besser auf jeden Fall. Weil bei dem KFC musstest du bestellen, glaube ich, 3 Cola oder was hast du bekommen? Also, das habe ich immer eine Riesenanzahl. Du hast fast schon Familienfassung bekommen von dem Essen. Und du musstest alles essen. Ich habe im Podcast hier ein Bild gezeigt, als wir darüber gesprochen haben. Ich erinnere mich da gerade. Weil das? Weiß ich gar nicht mehr. Geil, ja. Das war richtig übel, weil du musstest alles leer essen. Wenn du es nicht leer gegessen hast, dann gab es auch keinen Code dafür. Du durfst auch nicht weggehen und irgendwie auf die Toilette gehen, um dich zu erleichtern. Das war ein totales Fiasko. Ich glaube, das ist bei dem Sandwich hier nicht der Fall, hoffe ich. Oder das ist 3 Meter lang. Nee, das, was hier wohl der Fall ist, ist, dass die Menschen in den Quiznos-Filialen gar keine Ahnung davon haben, dass es diese Aktion gibt. Das ist das Beste. Ja, aber das ist halt, ich glaube, das ist normal. Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt, okay, wenn du halt irgendwie was vor Ort ausgibst, okay, aber wenn du einen Code in der App einlösen musst, dann wird doch nicht jeder Mitarbeiter davon wissen. Das ist halt eine riesige Kette. Es kommt darauf an, wer der Leiter von dem Laden ist. Und so ist es bei uns in Deutschland. Burger King und McDonald's haben ja auch immer eigene Betreiber. Und genau, diejenigen können entscheiden, ob sie jetzt die Hauptaktion vom Mutterkonzern mitmachen oder nicht. Genau, und wenn es halt eine Aktion ist, die über eine Online-App läuft, glaube ich, haben die nicht mal was mitzumischen. Also du kriegst dann halt du kriegst den Code über die App, wenn ich das richtig mitbekommen habe, kriegst du einen Code über die App und nicht in der Filiale selber. Das heißt, der Filiale ist das total egal, ob du das machst oder nicht, sondern deine App von Quiznos interessiert das. Und dementsprechend muss der kleine Mensch in der Filiale doch überhaupt gar nicht wissen, dass so eine Aktion ist. Ja, das stimmt schon. Ladet euch vor dem Bestellen die App Toasty Points für Mobilgeräte herunter, um Punkte zu verdienen. Gesammelte Punkte könnt ihr in den teilnehmenden Filialen kostenlose Produkte von der Speisekarte einlösen. Also. Und das ist ja der Standard. Ist ja bei McDonald's genauso. Ja. Nicht jeder macht damit. Das ist wohl richtig, ja. Ja gut, ich meine, das sagen wir mal so, wenn die Leute sich, ich bin mit den Memes vielleicht gegen Mike sie nicht ganz so einverstanden, aber es ist 1000-mal besser als dieses Build-Template und das allgemein dieses ganze Drama, was immer gemacht wird. Sollen die Leute mal ein bisschen lachen. Fertig. Das ist übrigens auch sehr, sehr schön, das Bild, das gerade Top Reddit-Post ist. Dass du halt immer im Reddit, Reddit in a nutshell. Du hast halt diese Gruppe, die sich so aufregt, und dann diese Gruppe, die sagt, Guild Wars 2 ist ein absolutely incredible MMO, und du hast dann halt genügend Leute, die das so hochvoten, dass das irgendwie zu den Top-Posts gehört. Es ist, du hast diese riesen Aufschreie und diese Leute, die meckern, aber es sind halt genügend Menschen dahinter, die trotzdem das Spiel noch geil finden und halt auch Positivität nach oben voten.
Ja, es ist schwierig. Da jetzt. Also gerade diese Reddit-Community und ArenaNet schaut ja auch auf die. Die sind derzeit in so einer Spirale wirklich gefangen. Dass egal, was ArenaNet macht, alles ist scheiße. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn die Episode 1 rauskommt, alle wieder gehypt und so wieder ganz gut und so weiter. Und dann kurz darauf macht ArenaNet wahrscheinlich wieder etwas nicht ganz so Schlaues. Und dann geht's wieder von vorne los. Das ist halt, boah. Das ist ein bisschen ermüdend auf Dauer. Wir müssen es halt lesen, weil da hin und wieder auch gute Sachen sind, die wir halt im Podcast oder als News verwenden können. Ist halt einfach so. Dank Reddit weiß ich wenigstens, dass beim Entwicklertracker was Neues drin ist, weil Alex einfach die Seite nichts mehr macht. Ey, von da. Wenn du wüsstest, wie viel Scheiße und Blödsinn ich am Tag lesen muss, ne? Ich kann da ein Lied von singen. Doch, alles gut. Kriegst Geld dafür. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden, genau. Ich kriege inzwischen Geld dafür, dass ich das tue. Nächster Step auf der Karriereleiter, ja. Geld für die Scheiße kriegen, die man lesen muss. Ah, die Gaming-Welt ist schon sehr. Aber das Ding ist, war ja jetzt bei dem, ich darf ja offen drüber reden, Kingdom Under Fire Event diese Woche. Kingdom Under Fire 2, was jetzt von Gameforge bei uns Westen gepublished wird. Und hab da mit ganz, ganz vielen Gaming-Journalisten und auch Influencern und YouTubern und so gesprochen, die halt alle da vor Ort waren. Das war sehr, sehr spannend, weil wir haben eben auch so ein bisschen über die Gaming-Welt und auch die Welt außerhalb des Gamings gesprochen, weil das war super, super spannend. Wir hatten ein paar Ich hab mit ein paar Schweden zum Beispiel eine ewig lange Flüchtlingsdiskussion geführt, was sehr, sehr cool war. Was man hier nicht immer mitbekommt, ist, also man liest zwar in den Medien immer Schweden, tolles Land und so, die haben aber erzählt, ja, bei denen läuft auch nicht alles sauber. Und wir haben halt so ein bisschen über die Welt auch allgemein philosophiert in einer eineinhalbstündigen Autofahrt vom Frankfurter Flughafen nach Bingen. Und da haben wir so zusammengetragen, egal welches Land, egal welche Sprache, egal ob Politik, Gaming, familiäres, was auch immer, diese ganze Welt besteht nur aus Kindergarten. Und das ist irgendwie total beruhigend, dass das nicht so Mikrokosmos Gaming oder Mikrokosmos Deutschland oder so ist, sondern eigentlich ist es auf der ganzen Welt und überall gleich. Und das finde ich irgendwie schön und beruhigend zu wissen, dass nicht nur wir hier so eine Scheiße haben. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen philosophisch das Ganze ist okay. Heute so ein bisschen beenden. Ich darf Sarkasmus machen und du darfst über deine Philosophie reden. Geil. Ja, das war so die großen News der Woche, ne? Ein bisschen Drama, eben mit dem Baguette, noch ein bisschen Bild-Templates hinten rausgeholt, Infos zur neuen Episode. Da kommt, wie gesagt, Dienstag der Trailer, aller Voraussicht nach, am 12. Das heißt, nächste Woche hier im Podcast große Trailer-Analyse. Wir hatten den Entwickler-Tracker, ich habe auf die Gilden-Missionen hingewiesen. Der Streaming-Kalender kommt jetzt auf jeden Fall auch wieder regelmäßiger. Also der liebe Jojo kümmert sich da jetzt immer montags drum, schreibt auch mich an, wann ich meine Livestreams mache. Hier an der Stelle der Hinweis, der Dienstag-Livestream 9 bis 11, der ist fest eingebucht und der Podcast ist fest bei mir eingebucht. Ist tatsächlich gerade nicht möglich, wird aber ab Januar besser. Das kann ich schon mal versprechen, weil ab Januar ist meine Freundin meine Verlobte für 8 Wochen weg. Und das sind immerhin, nicht für 8 Wochen, Lüge, für 4 Monate. 4 Monate, 4x4, 16 Wochen. 16 Wochen weg. Und dann habe ich also 16 Wochen Abenden frei, außer montags. Da kann also dann tatsächlich hier was passieren und auch mal ein paar mehr Dinge gemacht werden. Wie es danach weitergeht, sehen wir dann, wenn es danach ist und sie da ist. Das nur schon mal so als Hinweis. Dann gibt es von meiner Seite aus nicht mehr viel. Außer, dass ihr euch natürlich Dienstag, den 26. November, ganz dick im Kalender anstreicht, weil ich da Geburtstag habe. Da wird es übrigens morgens keinen Stream geben. Ich bin über meinen Geburtstag 3 Tage im Kurzurlaub. Das schon mal jetzt so als kleiner Spoiler. Ach stimmt, du hast ja Geburtstag irgendwann. Am 28. bin ich aber wieder da. Jo, so sieht's aus. Der November ist übrigens bei mir der schlimmste Monat. Es gibt, ich habe ungelogen inzwischen 21 Geburtstage an 30 Tagen. Wenn jemand ein paar Geburtstage haben möchte, ich teile da gern mit. Geil ist, dass ich 5 Stück schon verpasst habe, nur durch die Reise. Aber ja, so ist das Leben. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, Sky? Ansonsten würde ich den Podcast für heute schließen. Nein, ich bin eigentlich fertig. Mir fällt nichts groß noch ein.
Gut, dann habe ich an dieser Stelle unsere Social Media Links gepostet, den Link zu Instagaming gepostet und natürlich auch nochmal auf Sky und mich persönlich aufmerksam gemacht. Also, mache ich gerade. Das heißt, wenn ihr Sky folgen möchtet, tut das. Wenn ihr mir folgen möchtet, tut das auf Twitter. Twitter, mir folgen, ist eine super Idee. Oder Instagram, wenn ihr lustige Bilder von mir haben möchtet. Also nicht von mir persönlich, sondern von Orten, den habt. Oder... und ja, das war der Ergebnis-Podcast Nummer 316. Falls ihr die alten Podcasts noch nicht gehört habt, die Ausgabe 315 ist seit vorgestern online und seit heute, so gesagt gerade eben im Podcast, sind auch die Mitschnitte von 314 und 315 auf Spotify und auf iTunes. Das heißt, ihr könnt sie online danach hören. Kommen noch schwarze und frohen Öffnungsvideos. Wenn ich mich mal einlogge, könnte ich darüber nachdenken, ja. Wir haben, ja doch, Gems sind, glaube ich, im Preis gerade wieder okay, oder? Wie teuer sind gerade Gems? Oh ne, 21,34, echt? Vielleicht kommt noch ein Truhen- Jetzt will ich es nicht mehr machen, weil das so teuer ist. Ich finde es großartig. Ja, bei 16 Euro hast du nicht so sehr darüber nachgedacht. Aber das Ding ist halt, das muss ich halt refinanzieren. Gibst du 20 Euro für ein Truhenöffnungsvideo aus und es kommen nur 5 Euro wieder rein, war es halt nicht gut. Das war früher einfacher. Früher waren die Gems günstiger und die Views höher. Dann gab es da kein großes Fälle. Ja, das war der Geek-News-Podcast. Ich hatte auf jeden Fall viel, viel Spaß. Wenn ihr das Video zu mir und den Bild-Templates noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch das natürlich selbstverständlich auch noch anschauen, so wie der Sky das später auch noch machen wird. Und ja, der Podcast sollte hoffentlich ein kleines bisschen mehr gehen als die letzten Matches. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke dir, Sky, für den schönen Abend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Immer schön. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche zur großen Trailer-Analyse. Ich hab echt. Bei Sakulu hat noch eine Frage, wir müssen noch beantworten. Gibt es schon Pläne für 350? Ich nehme mal einen Podcast 350? Podcast 350? In oder was? 34 Wochen. Also 34 Wochen ist halt Ende, ist halt Mitte 2020. Ich hab. Es könnte sein, dass ich genau in der Woche auf der Hochzeitsreise bin, wenn dir das hilft. Mich würde halt überraschen. Du bist wahrscheinlich zufällig wieder nicht da an solchen wichtigen Dingen. Also ich möchte nur darauf hinweisen, ich bin 4 Wochen im Juli auf Hochzeitsreise. Also ja, ich werde wahrscheinlich nicht da sein, ja. Du sagst, oh Gott, 2020 klingt noch immer so hart nach Zukunft. Tja, Ori, da schaust du mal. Wir fliegen immer noch nicht. 2020 soll es aber mit, möchte doch hier Elon Musk auf den Mars, ne? War das nicht so mal ursprünglich der Plan? 2020? Kann er ruhig bleiben. Mag Elon Musk. Das hat nichts gegen Elon, sonst kriegen wir zwei richtig Stress hier heute noch. Elon Flusslande, kein Problem. ja, das war der Geek News Podcast 316. Wir sind raus, macht's gut, tschüss. Macht's gut.